Guten Tag hier im Welt-Newsroom an diesem Donnerstagvormittag und wir begrüßen Sie zu unserer Sondersendung zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Das gab es noch nie, nicht mal nur für die britische Königin. Kein Monarch hat länger regiert als sie, weder auf dem Kontinent noch sonst wo weiter weg. Die kommenden Stunden sind wir live beim traditionellen Beginn Trooping the Colour, so heißt es dabei, dass es traditionell gibt, seit 260 Jahren immer zum Geburtstag des britischen Monarchen. Und das werden wir natürlich nicht alleine machen. Wir begrüßen bei uns im Studio den Adelsexperten Jürgen Worlitz. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Ja, wir beide haben ja eine große, lange Geschichte schon so oft über das britische Königshaus geredet. Und jetzt ist für Sie heute wahrscheinlich auch ein sehr besonderer Tag, oder? Heute Jubiläum, heute feiern wir mal. Wir hatten ja auch schon traurige Anlässe im britischen Königshaus. Aber heute schauen wir nach vorne. Geht's mal nach vorne. Und mit uns dabei ist auch Gloria, Fürstin von Thurn und Taxis. Die wird uns auch noch zugeschaltet und wird das Ganze mit uns begleiten. Ja, und wir haben schon die ersten Bilder aus London vom Exerzierplatz, das Live-Bild, das wir dort sehen. Jetzt, da sehen wir auch den Buckingham Palace. Dort wird alles losgehen. Über 1400 Soldaten werden dann zum Exerzierplatz marschieren und sie werden begleitet natürlich von der königlichen Familie. Prinz Charles übrigens, er übernimmt die Aufgabe seiner Mutter und wird die Parade abnehmen und auch Prinz William wird mit dabei sein. Und auch Kate spielt eine ganz wichtige Rolle, denn Kate wird zum Beispiel in einer Kutsche auch mit auf dieser Strecke fahren. Also wir sehen hervorragendes Wetter in London, große Stimmung, Tausende sind da, Briten und natürlich auch Touristen, die sich das nicht entgehen lassen wollen. Aber die Queen, die wird selbst die ganze Zeit im Buckingham Palace bleiben. Genau, wir sind auch gespannt, an welchen Stellen sie jetzt auftauchen wird. Das ist noch nicht so ganz sicher, da hat der Palast sich bedeckt gehalten. Sie ist ja auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber die vielen Zuschauer hoffen natürlich, dass sie sie möglichst oft zu Gesicht bekommen. Und wie sich London, Großbritannien, ja die Welt sich auf diesen Tag vorbereitet hat, hat unser Kollege Christoph Hipp zusammengefasst. England steht Kopf. Ob groß, ob klein, sie alle wollen ihrer Königin zum 70. Thronjubiläum gratulieren. 4 Tage gehen die Feierlichkeiten. Den Auftakt macht heute Vormittag die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour in London. Hier vor dem Buckingham Palace warten die ganz hartgesottenen Fans bereits seit Tagen. Ich wollte mal richtig übertreiben, denn das passiert nur einmal im Leben. Wir haben Nachmittagstee und Cocktails für später. Ich liebe die Königin. Sie hat in den letzten 70 Jahren so selbstlos gedient und ihr Leben dem Land gewidmet. Von heute bis einschließlich Sonntag haben alle Briten frei. Dafür hat die Regierung einmalig einen weiteren Feiertag spendiert. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen. Neben einem Dankesgottesdienst am Freitag und einem großen Karnevalsumzug am Sonntag, in offizieller Höhepunkt, soll am Samstag ein großes Live-Konzert werden. Nicht fehlen darf dabei natürlich die Rockband Queen. Und auch Rod Stewart, Elton John und der Opernstar Andrea Bocelli geben sich die Ehre. Ich unterhalte Beziehungen und Freundschaften mit einigen Mitgliedern der Royal Family. Und ich hatte schon die Gelegenheit, die Königin zu treffen. Diese Einladung von ihr ist ein Zeichen der Wertschätzung und Zuneigung. Überraschend eingeladen zu den Feierlichkeiten wurden auch der Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan. War nach deren Auswanderung in die USA noch von einem Bruch mit den Royals die Rede gewesen, gilt die Einladung jetzt als Zeichen der Versöhnung. Überhaupt soll das ganze Land nach Brexit und Corona durch die Feierlichkeiten wieder zusammengespeist werden. Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden, lässt die Queen mitteilen. Der Palast veröffentlichte zudem das offizielle Jubiläumsporträt ihrer Majestät. Aufgenommen wurde das Bild in Schloss Windsor. Dort, wo die Queen nunmehr seit 70 Jahren fest im Sattel, auf dem Thron sitzt. Schauen wir voraus auf die nächsten Minuten mit Jürgen Worlitz. Also Trooping the Colour wird ja in jedem Jahr von einem anderen Regiment angeführt. Dieses Jahr von den Irish Guards und da spielt Prinz William eine große Rolle. Prinz William ist dort Ehrenkönig.
Colonel. Das heißt, er hat einen hohen militärischen Rang und das bedeutet, er reitet mit, er reitet voran. Und das freut natürlich die Briten ganz besonders, denn die wissen ganz genau, es ist ein Generationswechsel im Schwange. Queen, Charles, William, und William ist die junge Generation und zeigt sich schon. Der hat ja sogar geheiratet in der Uniform der Irish Guard. Ach so, ja, ich dachte, er hat jetzt gerade einen Schreck. Natürlich hat er in der Uniform geheiratet. Das ist für Männer immer sehr praktisch. Dann brauchen sie sich nicht immer einen Anzug zu kaufen oder sehen, ob das auch alles passt. Uniform ist immer das Beste, wenn man eine hat. Aber dieses Porträtfoto der Queen, was ja jetzt veröffentlicht worden ist zum 70. Thronjubiläum, da kann man schon sehen, sie ist 96 Jahre alt, aber sie sieht immer noch so fit aus und vor allen Dingen, sie sieht glücklich aus. Also sie hat ja immer gesagt, sie steht im Dienste ihres Landes und das wird sie bis zum Ende auch durchziehen und das zeichnet sie auch aus, oder? Vermutlich, denn wir erinnern uns mal an ihre Mutter, das war eine Bilderbuch-Oma und da entwickelt sich diese Queen so langsam hin, das heißt zu einer Sympathiefigur, einfach so stellt man sich einfach eine alte Dame vor, die in Ehren gealtert ist, schön zurechtgemacht, freundlich guckend, interessiert und immer noch am Zeitgeschehen dabei. Aber so beliebt, also beliebteste Royal war sie ja eigentlich immer, aber so beliebt wie jetzt eben dann doch nicht. Wie hat sich ihre Rolle gewandelt im Laufe der Jahrzehnte? Naja, die Briten sind natürlich auch so, dass man sagt, diese Altersmilde, die die Queen ausstrahlt, die überträgt sich auch. Man sieht natürlich jetzt über vieles hinweg, zum Beispiel, dass sie nicht da ist, wenn sie da vielleicht sein sollte. Denn das ist trotzdem ja eine Enttäuschung für die Briten heute, dass die Queen nicht an der Parade teilnimmt. Und das aber verzeiht man ihr alles. Sie ist eben eine alte Dame. Sie strahlt das aus und sie hat ja immer ihre Pflicht erfüllt und das macht sie auch garantiert heute. Wir werden sie schon irgendwie, denke ich mal, zu sehen kriegen, hoffe ich jedenfalls, auch für die Briten. Na, das Wichtigste ist natürlich, auf dem Balkon werden wir sie sehen, zum Abschluss dann der Troop of Color. Da werden wir dann sehen, dass die Familie auf dem Balkon ist. Allerdings, Harry und Meghan, die werden nicht mit dabei sein, aber wir sehen ja jetzt die ersten Bilder auch, dass die Garden aufmarschieren. Die spielen dennoch eine kleine Rolle, denn man hat jetzt bekannt gegeben, die gucken zumindest auch von einem Fenster zu, allerdings am Exerzierplatz. Ja, auf dem Balkon nachher stehen nur die, die für die Firma arbeiten. Das heißt, Harry und Meghan gehören ja nicht mehr zur Firma, also zum Königshaus. Sie gehören natürlich zur königlichen Familie. Da werden sie immer bleiben. Aber sie gehören eben nicht zu dem wirklich arbeitenden Kern. Daher ist auch Andrew nicht dabei. Jetzt unken aber einige schon und das ist auch jetzt nicht so unwahrscheinlich. Das könnte jetzt der letzte große Moment der Königin werden. Klar, wenn jemand 96 ist, dann wird man, das nächste Jubiläum ist ja in 5 Jahren. Wer Kopf rechnen kann, weiß, dass wir die 100 dann überschritten haben. Es ist alles möglich. Ihre Mutter ist so alt geworden. Aber ob man dann noch so ein großes Fest für sie macht, das wird man sehen. Aber wenn sie noch lebt mit 101, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auch dann noch eine gute Figur abgeben könnte. Wir sehen die Guards, die jetzt aufmarschieren. Es wird vom Buckingham Palace dann über die Mall oben zum Exerzierplatz gehen. Das sind knapp 500 Meter, diese Strecke. Aber das wird natürlich bei diesem tollen Wetter, werden das ganz tolle Bilder werden. Und Herr Wollitz, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Also zum einen die Rolle von Harry und Meghan, die aus der Firma, aus der königlichen Familie eigentlich ausgeschieden sind, weil sie keine Jobs mehr übernehmen wollen. Und Prinz Andrew spielt natürlich auch eine traurige Rolle. Und es hieß ja immer, dass Andrew so ein bisschen der Lieblingssohn der Queen ist. Also was bedeutet das für Sie? Naja, wenn wir zurücksenden, wir sind ja alle schon ein bisschen älter, da war Andrew damals der Harry heute ist. Der hieß Randy Andy. Und da freute man sich dran, die Briten freuten sich, der stand auch. Ziemlich unbekleidet, also eigentlich ganz unbekleidet, unter einem Wasserfall, wurde fotografiert, kriegte vorne die Kronjuwelen, um alles abzudecken, draufgesetzt und die Briten freuten sich. Andrew schlug über die Stränge, er durfte das. Und das war eben damals so ein bisschen auch der Faktor, der ein bisschen Leben da reinbrachte in das steife Königshaus. Und ich denke mal, das hat die Queen durchaus damals toleriert und eben auch mit Schulterzucken hingenommen, mit ihrem britischen Humor, den sie hatte. Toleriert sie auch Harry, der ja im Prinzip genauso, also wenn man sich das überlegt, was der abgezogen hat, bevor er geheiratet hat und jetzt auch den Ausstieg, der Umzug nach Amerika. Er hat zum Beispiel die Enkelin Lilibet, die nach ihr benannt worden ist, nach Queen Elizabeth, die hat sie noch gar nicht gesehen. Man hofft ja, dass es jetzt am Samstag passieren könnte. Sehen wird sie garantiert, auch wenn vielleicht keine Kameras dabei sind. Das kann sein, es ist ja trotzdem eine Privatangelegenheit. Aber für Harry und Meghan wird es ganz wichtig sein, ein Foto zu kriegen, wo die Queen
mit Lilibet drauf ist. Denn das soll das Kind später haben, um sich eben auch in dieser Rolle einzufügen. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz, ganz wichtig für das Kind. Und da werden die schon für sorgen. Also sehen wird die Queen Lilibet. So, nach diesem kleinen Blick in die nähere Zukunft. Wir schauen noch mal hier auf die Bilder, wo sich alles vorbereitet, wo die Armee schon aufzieht. 1400 Soldaten sollen dabei sein, 240 Pferde bei diesem Trooping the Colour. Und wir schauen jetzt aber noch einmal zurück auf das Leben der Königin. Pünktlich zu ihrem 70. Thronjubiläum erscheinen diese Aufnahmen der Queen als Teenager beim Baden, unbekümmert am Strand im schottischen Balmoral. Schon als Prinzessin ist Elisabeth beim Volk beliebt. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt sie trotz deutscher Bombenangriffe in London, leistet Dienst in der Armee. Legendär auch ihr Versprechen an das britische Volk nach Kriegsende. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst der großen Familie des Empire widmen werde, zu der wir alle gehören. Mit dem Tod ihres Vaters wird Elisabeth am 6. Februar 1952 zur Königin. Eisern erfüllt sie seitdem ihre royalen Pflichten. Erfreut sich wohl auch deshalb weiter großer Beliebtheit. Ich denke, die Leute sehen in ihr eine Art von Authentizität in einer Welt, in der wir von Politikern wissen, dass sie uns am Ende im Stich lassen werden, strahlt sie echte Aufrichtigkeit aus. Seitdem meistert sie auf dem Thron so manche Krise. Zuletzt sorgt ihr Sohn Prinz Andrew mit Vergewaltigungsvorwürfen für Schlagzeilen. Davor der sogenannte Mexit, der Bruch ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit dem Königshaus. Doch in diesem Jahr hat Elisabeth die Zweite zum ersten Mal die Rede, die offiziell die Sitzungsperiode des britischen Parlaments einläutet, nicht gehalten. Die 96-jährige Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Ihr ältester Sohn Charles übernimmt die Ansprache. Noch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann, Prinz Philipp. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. Neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Doch noch ist Queen Elisabeth II. Aktiv im Amt. Die 96-Jährige kann ihr 70. Thronjubiläum gebührend feiern. Es war der 6. Februar 1952, als Königin Elisabeth ja das Amt übernommen hat, weil ihr Vater, König George VI., verstorben ist. Und seitdem hat sie dieses Land durch auch alle Krisen mitgeführt, obwohl sie ja eigentlich nur eine herausgehobene Bedeutung hat, die nicht irgendwie politisch einzusetzen ist. Aber ist das auch vielleicht der Grund, warum die Briten so stolz auf sie sind? Das ist das Grundprinzip der Monarchie. Das heißt, ein Monarch, ob Männer oder Weiblein, egal, hat immer da zu sein, hat sich zu zeigen. Und das Volk muss wissen, solange es dem König oder der Königin gut geht, kann es uns nicht so schlecht gehen. Es geht natürlich schlechter dem Volk. Aber das ist eben etwas, was wirklich diese Konstante, und das hat die Queen, wir kennen es von einigen Politikern auch, Krisen ausgesessen mit einer gewissen stoischen Ruhe. Und das kann sie, und da hat sie nie es irgendwie angeeckt. Und das ist etwas, was man wichtig ist, wenn man bei ihr was kritisiert hat, dann war das immer nur Familie. Das ist für uns natürlich viel interessanter, da so ein bisschen rumzuwühlen. Aber es ist nicht das, was man in ihrer Amtsführung kritisiert hat. Das mit Sicherheit nicht. Allerdings wird ja auch das wieder kritisiert, dass das eigentlich jetzt nicht mehr zeitgemäß sei, so ein Staatsoberhaupt, das sich politisch überhaupt nicht einmischen darf, das höchstens das einmal so im Subtext vielleicht tut. Oder ist das aber andererseits gerade das, was eben diese Beständigkeit sichert? Naja, das ist das, was die Beständigkeit sichert. Das heißt, dadurch bleibt es erhalten. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die Queen zum Brexit meinetwegen etwas sagt. Irgendetwas, ob sie es bedauert, ob sie es gut heißt oder was auch immer. Das ist ja ihre Sache. Aber das tut sie nicht, das darf sie nicht, das macht sie auch nicht. Und sie kritisiert auch nicht den Premier, auch wenn er irgendwelche Feste feiert, die er nicht Feste feiern sollte. Das ist nicht offiziell. Ganz genau, nicht offiziell. Und das aber ist inoffiziell kann man schon annehmen, dass sie mit denen mal ins Gebet geht? Davon gehe ich aus. Die Queen ist immer jemand, die sehr deutlich sonst auch Leuten gezeigt haben, wenn sie das Wort not amused ist. Das hat sie die Leute spüren lassen, also ganz gewaltig. Das weiß ich aus Erzählungen. Dann war dicke Luft im Palast. Aber was war ihre größte Krise? Ich kann mich gut daran erinnern. 1997 der Tod von Diana damals. Und wir hören jetzt das Signal, jetzt geht's also los. Die große Parade beginnt. Aber ganz kurz die Frage, ihre größte Krise war der Tod von Diana. Und ich war monatelang in London. Wir beide haben damals auch intensiv darüber gesprochen. Und das
sie wollte nichts sagen. Und dann hat Tony Blair, der Premierminister, sie eigentlich förmlich gedrängt. Und dann ist sie am Buckingham Palace ans Fenster gegangen und hat ein paar Worte gesagt. War Diana tatsächlich so eine Art Schicksalsfügung für Queen Elizabeth? Das war der Druck der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit vergötterte Diana. Der Gott war tot, die Göttin. Und damit musste man irgendwie jemand Dampf ablassen. Und der entlud sich auf die Queen. Denn eins sage ich immer, die Queen ist ja nicht mehr die Schwiegertochter gewesen. Es war eine geschiedene Frau. Und wenn eine geschiedene Frau, die ganz woanders mit einem Lover rummacht, stirbt, dann muss die Ex-Schwiegermutter nicht halbmast im Gartenhaus flaggen. Auch nicht auf dem Palast. Aber da hat man sie zu gezwungen. Und das hat sie dann letztlich getan, weil sie wusste, sonst haben wir eine Staatskrise. Und das lohnt sich nicht. Ja, das war wirklich eine Situation damals, also wenn man an die Blumenmeeren denke und so. Aber ich glaube, sie hat damals die richtigen Worte dann gefunden. Man hat ihr das sehr hoch angerechnet, dass sie in ruhiger, auch in freier Rede, dass sie nicht abgelesen hat, das gesagt hat, was sie empfunden hat. Und das tat den Briten gut. Sie waren auf einen Schlag mit ihr versöhnt, mit dem Schicksal versöhnt und durften wieder sich der Trauer hingeben. Herr Wollitz, lassen Sie uns mal auf die Bilder schauen, die uns jetzt erreichen aus London von der Horse Guards Parade. Da, wo es dann losgehen wird mit Trooping the Colors. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen beschreiben, was wir da jetzt sehen. Naja, wir sehen jetzt die großen repräsentativen Gebäude. Und früher ist das eben eine Empore gewesen, wo die Royals drauf standen und das abgenommen haben, was wir dann gleich zu sehen kriegen. Die Queen hat in der letzten Zeit eine kleine Tribüne gekriegt, damit sie da nicht so hochklettern musste. Und da kam sie dann auch mit der Kutsche vorgefahren und nicht mehr hoch zu Ross. Und jetzt läuft eben ein Zeremoniell ab. Das ist Jahrhunderte alt. Es ist seit 1805 öffentlich. Vorher gab es das schon über 100 Jahre nicht öffentlich. Immer zum Geburtstag des Monarchen. Und da man den Geburtstag der Queen ja geschickterweise von April kurzerhand auf Juni verlegt hat, angeblich wegen des Wetters. Hat sich gelohnt, sieht man ja heute. Man sieht, es ist absolut ausverkauft. Es gibt keine Tickets mehr. Das ist immer wieder gesagt worden von London. Das stimmt. Das stimmt. Haben wir nicht. Gut. Genau, 400 Musiker insgesamt werden dabei sein, dazu etwa 1500 Soldaten, 240 Pferde, darüber wird sich die Königin besonders freuen. Und das Ganze geht natürlich mehrere Stunden lang und der Höhepunkt dann gegen 14 Uhr, wenn die königliche Familie vom Balkon des Buckingham Palastes grüßen wird. Und dazu gibt es dann auch noch eine Performance der Royal Air Force, die dann die Nationalfarben in den Himmel malen werden. Ja, jetzt geht es also los. Am Buckingham Palace beginnt alles und das sind natürlich die traditionellen Irish Guards, die jetzt auflaufen. Und dann wird stellvertretend für Queen Elizabeth II. Wird also dann Prinz Charles diese Parade abnehmen. Die Königin selbst, sie wird im Buckingham Palace bleiben wegen ihres Gesundheitszustandes. Herr Wollitz, bedeutet das auch, also Charles übernimmt hier immer mehr öffentliche Aufgaben? Merkt man da schon so ein bisschen, was er wird darauf vorbereitet? Wir wissen ja, Charles ist auch schon über 70 und er ist ja der am besten ausgebildete Thronfolger der Welt, muss man zwangsläufig sein. Und jetzt natürlich muss er verstärkt ran. Wir haben das neulich gesehen, als er die Thronrede verlesen hatte. Das ist eben auch da ein großer Bruch gewesen, aber er hat es gut gemacht. Und ich glaube auch, die Briten sehen, dass das Amt erstmal in gute Hände kommt. Wie lange Charles das dann später vielleicht ausüben wird, das werden wir ja sehen. Das wird anders laufen als bei der Queen. Ich glaube nicht, dass wir einen 100-jährigen Charles erleben, sondern da wird er sicherlich eher das Zepter an William abgeben. Da bin ich fest von überzeugt, das wird einen Wandel geben. Aber das ist auch richtig so. Die Monarchie muss auch mit der Zeit gehen. Und Sie sagten es eben schon, einige Leute sagen, was ist das hier für ein Zinnober, was ist das für ein Zirkus? Aber das ist genau das, was das Volk braucht. Es braucht den goldenen Glanz, den goldenen Glamour. Sonst hat sich die Monarchie erübrigt. Genau, prompt sehen wir hier Bären. Fellmützen. Insgesamt 7 Regimenter hat diese Household Division für das Königshaus, die eben zeremonielle Aufgaben erfüllen. Aber das sind alles tatsächlich aktive Soldaten. Das heißt, die laufen nicht nur mit Bärenfellmützen rum. Und das zeigt ja auch, dass das Bild der Armee in Großbritannien eine ganz besondere ist. Ja, das ist richtig. Die haben natürlich eine andere
Tradition als wir. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang, muss man mal ehrlich sagen, man schämte sich so ein bisschen, Soldaten hier gut zu finden in Deutschland. Inzwischen wandelt sich das gerade wieder. Aber die Briten waren immer stolz auf ihre Stärke, auf ihr Empire. Und das trug sich dann auch wieder. Ich glaube, es geht gleich da los vor dem Buckingham Palace. Wir haben eben die königliche Familie gesehen. Könnte sein, dass das Charles ist mit dem goldenen Band dort und dann wird das hier sehr, es geht ja immer minutiös ab. Das haben die ja wochenlang geprobt. Es hat eine große Panne gegeben, eine Tribüne ist eingestürzt bei den Proben, zum Glück bei den Proben, aber dafür wird ja auch geprobt, um das eben alles abzuklären. Aber Sie haben es eben gesagt, also die Briten haben natürlich eine ganz andere Beziehung zu ihrer Armee. Denken wir ans Commonwealth, denken wir ans Empire und da hat man ja auch gesehen den Stolz und auch die Stärke des Vereinigten Königreichs. Sie fühlen sich immer als Sieger und es gibt ja viele, die sagen, die sind gar nicht die Sieger, es waren die Amerikaner oder sowas. Aber das ist ja egal. Das Volk ist stolz auf die Armee und das ist eben, wenn man da Offizier ist, dann fliegen einem auch gleich die Herzen der Damen zu. Also das ist etwas, was in Großbritannien eine feine Sache ist. Und wir sehen es auch in den Kolonien oder ehemaligen Kolonien, wie gerne man dort prunkvolle Uniformen zeigt. Und da wird ja heute auch gefeiert, das muss man ja auch ja, sagen. Ganz also diese Feierlichkeiten, dieses Platin-Jubiläum von der Königin, das ist ja nicht nur auf Großbritannien begrenzt, sondern auch im Commonwealth, da wird auch richtig die Post abgehen. Sie hat sozusagen immer noch ein Reich, in dem die Sonne nie untergeht. Und da sehen wir die königliche Familie jetzt tatsächlich auf den Live-Bildern auch, die aus dem Buckingham-Palast rauskommt und sich jetzt auch so langsam auf den Weg machen wird, um die Parade mit abzunehmen unter der Schirmherrschaft von Prinz Charles, stellvertretend für die Königin. Dieses Trooping the Colour, das haben wir jetzt schon besprochen, seit 260 Jahren wird das immer zum Geburtstag des Monarchen durchgeführt. Also das ist ja eigentlich jetzt noch nichts Besonderes, wird alljährlich gemacht. Aber vielleicht können wir noch einmal kurz darauf eingehen, was das denn eigentlich heißt. Also the Colour, habe ich mir sagen, das ist eigentlich eine Übersetzung für eben die Flagge, ja. Die wurde den Soldaten gezeigt, damit die wissen, wo sie sich sammeln müssen. Richtig, das war früher so, da sammelte man ja Söldnerheere ein früher. Die wussten gar nicht, wo eigentlich ihr Befehlshaber war oder wohin sie herlaufen sollten. Und da wurden die auf diese Flagge eingeschworen. Die musste man ihnen zeigen und dann guckten die drauf und sagten, das ist es, da müssen wir hinterher. Sonst wären die zur falschen Flagge gerannt und das hätte eine leichte Verschiebung gegeben innerhalb der Fronten. Und das will man natürlich verhindern. Und das ist einfach jetzt heute natürlich, wenn man so will, ein militärischer Zirkus. Aber es ist ein Zeremoniell mit Tradition und das gehört eben dazu, alljährlich in den Kalender. Und diesmal ist es nun leider das erste Mal ohne die Queen in ihren 70 Jahren Amtszeit. Das ist übrigens ganz interessant. Wir haben eben einen kurzen Zwischenschnitt gesehen. Der war nur ganz kurz von der BBC offenbar gemacht, aber man sah im Bentley Prinz Charles, der also jetzt vorgefahren wird zum Exerzierplatz offenbar. Und das war natürlich nur ein ganz kurzes Bild, aber auf jeden Fall wissen wir, da tut sich eine ganze Menge. Und jetzt ist sie auch zugeschaltet. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die uns auch mit begleiten wird bei unserer Sondersendung zum 70-jährigen Thronjubiläum der Königin. Guten Tag, Frau Fürstin, und schön, dass Sie mit dabei sind. Und was ist das für Sie heute für einen Tag? Ist doch was ganz Besonderes, oder? Also wir feiern natürlich mit dem Herzen genauso fröhlich mit, weil es ist ja auch unsere Königin. Sie ist ja schließlich Deutsche. Und das bedeutet also auch, dass Sie vielleicht auch Halbdeutsche, ja, man muss ja sagen, wenn man das sieht, aber deshalb spricht Prinz Charles ja zum Beispiel auch sehr gut Deutsch, muss man ja auch nochmal hier an dieser Stelle betonen. Also Sie werden heute auch ein Gläschen Champagner auf die Königin trinken? Ja, natürlich werden wir heute auf die Königin anstoßen und ich denke an meine Freunde und Verwandte in London, die alle fröhlich feiern. Das ganze Land ist in Aufruhr und es ist ja auch ein Jahrhundertereignis und natürlich feiern wir unser deutsches Königshaus. Vergessen Sie nicht, das ist das Haus Hannover. Gut, aber ich würde sagen, heute feiern die Briten erstmal ihre Königin. Wir feiern mit und freuen uns alle mit, denn es ist ja wirklich ein einzigartiges Jubiläum, ein Platin-Jubiläum, was noch kein Monarch vor Elisabeth II. Hat feiern können. Wofür steht für Sie die Königin heute? Ja, die Königin steht in erster Linie für Kontinuität und für Familie. Und Familienbewusstsein mit allen ihren Ups und Downs.
Und das ist doch eine sehr wichtige Sache. Die Königin, die Monarchie, sie steht eigentlich für diese ganze Institution. Für diese Institution, dass man auf der einen Seite im Mittelpunkt steht und auf der anderen Seite aber auch eine fürsorgliche Mutter sein kann. Kann ich Sie so verstehen? Ja, natürlich, dass man als fürsorgliche Mutter einen ganzen Familienclan als Familienchefin zusammenhält. Das ist ja eine enorm große Aufgabe und eine enorm große Verantwortung. Und das ist natürlich ganz wichtig, gerade heute, wo die Familie ja immer mehr in die Diskussion kommt, die klassische Familie, ist eben die Monarchie, die Königin, auch dafür ein Beispiel, dass ein Land davon profitieren kann. Es ist ja immerhin ein riesig großes Anziehungspotenzial, ein Königshaus zu haben, eine Königin, eine lebende Königin, eine echte Königin. Wobei es ja durchaus Kritik gab, auch vom eigenen Sohn, der eben sagt, er habe nie wirklich Zuneigung bekommen von seiner Mutter. Aber was ja wirklich niemand bestreitet, ist diese ganz enge Beziehung mit Prinz Philipp. Eine wirklich sehr standfeste, wichtige Ehe, ein Partner, ein Gefährte in all den Jahrzehnten. Was heißt das für Elisabeth, dass der jetzt nicht mehr da ist? Ja, das ist natürlich ein enormer Verlust. Jede Witwe betrauert ihren Mann. Und natürlich gibt es wie in jeder Familie, auch das ist ja gerade das Tolle, dass es zwar eine königliche Familie ist, aber auch mit allen Sorgen und Problemen, die wir Bürger auch kennen. Also insofern ist es was Wunderbares, eine tolle Institution. Und natürlich muss sie sehr stark sein, das ist sie auch. Sonst hätte sie nicht 70 Jahre Regentschaft durchgestanden. Herr Wollitz, wie sehen Sie das mit Prinz Philipp? Also das war ja auf der einen Seite eine Ehe mit Höhen und Tiefen auch, aber auch die Königin hat ihm ja alles verziehen eigentlich. Es war für mich so eine Art Symbiose. Die Queen wusste immer, hinter ihr steht ihr Mann, er steht und sie steht vor ihm. Und das wusste er, in diese Rolle konnte er sich einfügen, das hat er gerne gemacht. Und sie wusste, ich kann mich hundertprozentig auf ihn verlassen, wenn irgendetwas ist, er würde immer eingreifen. Und daher hat sie ihm auch diese kleinen, jetzt sagen wir Unarten, die es ja gar nicht sind, diese kleinen Feinheiten verziehen, wenn er mal mit beiden Beinen im Fettnäpfchen stand und nicht nur mit einem, dass sie dann hinterher bestimmt auch gesagt hat, naja, nun reiß dich mal zusammen vielleicht. Wir wissen es nicht, wir waren ja nicht dabei. Vielleicht hat sie auch gelacht und hat gesagt, leg ruhig noch mal einen drauf. Die Leute müssen hier einfach auch mal ein bisschen aufgeweckt werden. Also das war irgendwie eine Einheit, die sehr funktioniert hat. Aber Prinz Philipp ist ja auch fast 100 geworden. Es fehlten noch wenige Tage. Das ist für die Queen natürlich... Obwohl er immer gesagt hat, er will doch nicht 100 werden. Nein, weiß er ja auch nicht. Er hat sich ja rechtzeitig abgemeldet. Aber da ist es natürlich so, dass es nicht völlig unerwartet kam, als wenn es meinetwegen eine Frau in den mittleren Jahren trifft, die wirklich wie ein Rums mit einmal alleine dasteht. Also hier ist es ein Ausklingen gewesen, auch ein Ausklingen in Würde. Und ich denke mal, darüber war die Queen auch dankbar. Und sie findet sich jetzt auch alleine zurecht. Fragen wir noch mal nach bei Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Sie haben ja gerade die Familie beschworen, diese britische Königsfamilie, auch gerne Firma genannt. Da gibt es jetzt aber zwei Mitglieder der Familie, die sich ja verabschiedet haben, Harry und Meghan. Die dürfen heute dennoch dabei sein. Ist das jetzt ein erster Schritt zu einer Versöhnung? Ja, erstmal, die sind natürlich nicht in irgendeiner gearteten Feindschaft, sondern das ist natürlich das Enkelkind. Und der hat ja was sehr Schlaues gemacht. Er hat sich in Amerika seine eigene Bühne geschaffen. Er hätte ja sonst, wäre ja wirklich nur, wie wir in Bayern sagen, ein A dabei, das dritte Rad oder das fünfte Rad am Wagen. So hat er in Amerika, in Hollywood, hat er sein eigenes Publikum, hat er sein eigenes kleines Reich sich geschaffen. Das ist doch eigentlich ganz schlau gewesen. Und natürlich kommt er zurück. Es ist doch immerhin seine Oma, die da 70 Jahre thront. Das lassen sie dich doch auch nicht entgehen. Und im Übrigen wollen die Amerikaner auch, dass die dabei sind. Aber er war mal nach der Königin das beliebteste Mitglied des Königshauses. Jetzt ist er das unbeliebteste Mitglied des Königshauses. Macht ihm das nicht vielleicht doch was aus? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, solche Umfragen, die sind immer ein zweischneidiges Schwert, weil
das kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Also natürlich war das vielleicht für die Briten jetzt nicht so klasse, dass er sich nach Amerika abgesetzt hat. Aber für ihn war es eine gute Entscheidung, denn er hat natürlich in Amerika ganz andere Möglichkeiten, die Bühne alleine zu bespielen mit seiner Frau. Und insofern muss man doch sagen, muss man erst mal abwarten, wie er diese Bühne ausfüllt. Sie kennen die Windsors ja gut, aber es heißt ja nun auch, dass vor allen Dingen Prinz Charles und sein größerer und älterer Bruder William überhaupt nicht über sein Verhalten in den vergangenen Jahren erfreut gewesen sind. All das, was es mit Meghan gegeben hat, an offenbar auch der Bruch zwischen Meghan und Kate, also zumindest die Familie von Charles, belastet doch dieses Hickhack rundum. Und da sehen wir jetzt die Queen gerade. Wir sehen ganz kurz, bevor ich die Frage stelle, wir sehen Camilla und Charles im Auto. Entschuldigung, Camilla und Charles, die sich jetzt auf den Weg machen. Da haben wir sie jetzt beide gesehen. Frau Fürstin, für die Familie von Charles bedeutet doch dieser Konflikt rund um Harry auch eine große Belastung, oder? Naja, aber das ist doch eben eine natürliche Familie, wie sie leibt und lebt. Das sind ja keine Roboter. Also insofern ist es doch ganz normal, wie in jeder anderen Familie auch, dass es auch mal Unstimmigkeiten zwischen den Frauen gibt, dass es sich Abstimmungs- und dass es auch Ego-Probleme gibt. Und insofern hat doch der Prinz William genau das Richtige gemacht. Er hat sich abgesetzt und kann dort seine eigene Bühne bespielen und tritt den anderen nicht auf den Fuß, sondern gibt ihnen die ganze Aufmerksamkeit. Können Sie für uns noch mal ein bisschen erklären, es gibt ja auch innerhalb der Königshäuser Hierarchien, innerhalb des Adels, wer ist der Queen eigentlich gleichgestellt von den Königshäusern weltweit? Oder gibt es noch eins, das in der Hierarchie nach über ihr steht? Also, natürlich, die Königin steht absolut an der Spitze. Sie ist die Monarchin. Und alles andere kommt danach. Das ist wie bei den Bienenvölkern. Wirklich. Und natürlich gibt es die Königshäuser aus anderen Ländern. Und danach geht es, wessen Monarchie ist die älteste. Also, es geht immer nach dem Alter. Und da muss man jetzt in den Geschichtsbüchern nachschauen. Aber es gibt natürlich zum Beispiel Monarchien, die sind älter, aber die sind leider keine Monarchien mehr. Nehmen wir zum Beispiel das Haus Wittelsbach oder nehmen wir das Haus Braganza oder das Haus Wettin, also der sächsische König. Das sind also durchaus vergleichbare Königshäuser, die aber leider eben heute als Königshäuser nicht mehr existieren. Und deswegen ist das englische Königshaus protokollarisch an erster Stelle. Trooping the Colour. Die Parade beginnt nun und wir sehen auch die Guards, die auflaufen. Über 1400 Soldaten werden an dieser Parade teilnehmen und wir sehen auch Tausende, die dort an der Strecke sind, im Herzen von London, an der Mall. Und unsere Reporterin Alina Quast, die steht mittendrin. Und Alina, wie ist denn die Stimmung? Schon die Briten total aus dem Häuschen, total begeistert zum 70. Thronjubiläum ihrer Königin? Ja, also die Briten sind völlig aus dem Häuschen. Ich habe hier mit vielen gesprochen. Überall hört man, we love the Queen, we love our Queen. Sagen immer wieder, die Queen, die ist das Rückgrat des Landes hier. Also hier sind ganz viele Fans, große sowie kleine. Und die kleinen Fans, die sind gerade bei mir. Das sind Juliana und Abigail. Juliana, Abigail, what do you like about the Queen? I like that she has been ruling for many, many years and that she is 96 and my great-grandma is one day younger than the Queen. Wow, also ihre Oma ist sogar ein Jahr jünger als die Queen und die Queen ist sehr lange da und das ist einfach bewundernswert. What do you think? The Queen, I think she's been ruling for 70 years and that's longer than any other queen has been ruling for in the whole world. And you have a little corgi there. Das ist ja der Lieblingshund der Queen. Huh? And what are you most excited about today? I think I'm most excited to see the Queen, because I haven't saw her since like I was 9 years old, I think. Okay, also, auch die Kleinsten sind auf jeden Fall
Auch die Kleinsten sind auf jeden Fall sehr begeistert hier dabei heute. Jetzt ist ja gerade die Militärparade. Da sind natürlich auch alle ganz entspannt, welche Royals jetzt auch auftreten. Prinz William ist ja dabei und auch Prinz Charles, Prinzessin Anne. Und es wurde auch gesagt, dass Meghan und Harry ja auch hier bei Trooping the Colour dabei ist. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir da jetzt sehen werden. Dann kommt ja noch die Balkonszene und dann hoffen wir hier alle natürlich, dass wir dann auch die Queen sehen, richtig? Excited to see the Queen. Wir auch. Wir sind auch ganz aufgeregt. Aber süß, die beiden. Das ist so typisch britisch, ne? Herr Wallace, da sieht man also auch schon die Jugend, also die ganz kleinen. Nein, die ganz, ja, das die muss ganz man kleinen. Jetzt mal ich hätte ja auch noch ein kleines Tier mitbringen können. Aber es ist schon richtig. Das ist natürlich das, was wir immer geliebt haben, wenn die Kinder irgendwo gewinkt haben, Blumen übergeben haben. Es gab sogar mal einen Jungen, der ist gleich in Ohnmacht, glaube ich, gefallen, nachdem er seinen Blumenstrauß abgegeben hatte. Also, das ist natürlich das, wovon die Monarchie von solchen Bildern leben. Das heißt einfach eine gewisse Natürlichkeit, aber auch einstudierte Natürlichkeit. Aber das gehört alles dazu, das ist einfach so. Dabei würde ich ja den Briten doch eher Nüchternheit unterstellen und trockenen, sarkastischen Humor, aber das ist ja, so jetzt gut, trocken ja? Ist das bei den Briten nicht immer. Das da kommt auf die Uhrzeit drauf an. Also die können schon verdammt feiern und das sind eben so Feste, da warten die drauf, so wie bei uns Karneval oder wie die Niederländer völlig aus dem Häuschen geraten können, wenn sie dann eben einen drauf machen. Und es gibt ja nicht so viele Feste zu feiern. Und in heutiger Zeit, muss man ja sagen, muss man das auch genießen, wenn mal was Positives ist. Und die Briten haben ja auch eigentlich nicht so große Feiertage ansonsten. Also die Amerikaner haben zumindest Thanksgiving, sondern dieser Geburtstag der Queen und jetzt natürlich dieses ganz besondere Jubiläum ist auch ein einzigartiger Anlass zu feiern. Das ist richtig, denn das ist ja nun in diesem Fall auch was ganz Besonderes. 70 Jahre weltweit noch nie da gewesen und darauf sind die Briten auch stolz, denn man liebt eigenartigerweise immer Rekorde. Wir wollen immer einen Rekord haben. Haben wir gerade von den kleinen Mädchen auch gehört. Und die Queen liefert einen nach dem anderen in Serie und damit hat sie schon mal alle Sympathiepunkte da. Ja, man muss ja auch sagen, tatsächlich dieses Platin-Jubiläum ist ja jetzt 4 Tage frei für die Briten. Also die haben jetzt noch extra frei bekommen. Also bis Sonntag gibt es ja die Feierlichkeiten und wir sehen jetzt also auch die Parade, die beginnt dort und auf dem Exerzierplatz sind bereits die ersten Irish Guards gekommen und wir sehen jetzt den Kommandeur, der sich auf den Weg macht und eigentlich müsste er ja jetzt auch zu Prinz Charles gehen und der wird die Parade dann auch abnehmen, Herr Wallace, oder? Prinz Charles wird in irgendeiner Weise dran vorbeifahren an den Truppen. Er wird, und das wird er sich dann erst einmal anschauen und dann wird er auf diese Tribüne vielleicht gehen und wie seine Mutter es sonst getan hätte, sich das zeremoniell anschauen, weil die Flaggen ja nachher an ihm vorbeigetragen werden. Und dann wird die Nationalhymne gespielt, es wird gegrüßt und das ist dann eben das, wie es abläuft. Zumindest. Wir haben gerade gesagt, er wird vorbeifahren, dann in einer Kutsche. Wir haben ihn ja eben ja, in einem geschlossenen Auto gesehen. Ich wollte gerade sagen, das weiß ich nicht, das werden wir sehen. Ja. Da muss man einfach gucken, was also kommt. Also bei der BBC hieß es, dass er in der Kutsche nicht fahren wird, weil das ist der Königin tatsächlich vorbehalten, diese royale Kutsche. Und die Königin verzichtet ja während ihres Gesundheitszustandes auf die Kutsche. Es ist nur die Frage, und das konnten auch in Großbritannien konnte das niemand beantworten, ob die Kutsche tatsächlich ein Teil heute dieser Parade ist, weil traditionell gehört sie eigentlich dazu. Wir dürfen gespannt sein. Wen man da reinsetzt. Ja, vielleicht fährt sie auch. Also es heißt, dass Kate zumindest angeblich in der Kutsche fahren wird. Aber wie gesagt, der Plan ist nicht veröffentlicht worden. Nun gibt es ja auch in Großbritannien im Königshaus eine ganze Menge von Kutschen. Die haben auch eine gewisse Rangfolge. Das sehen wir bei den Hochzeiten immer. Die königliche Kutsche und dann kommen die anderen Kutschen. Also das kann durchaus sein, dass man eine zweitrangige Kutsche für Kate oder für Camilla oder sowas rausholt. Da fragen wir nochmal nach bei unserer Kollegin in London vor Ort am Rande der Feierlichkeiten. Sie darf dabei sein, sie darf mitzuschauen, hat einen der raren Plätze ergattert, Alina. Und was steht denn da noch auf dem Programm? Wie gesagt, Feierlichkeiten 4 Tage lang. Ja, also heute steht jetzt erstmal natürlich Militärparade auf dem Programm. Dann kommt ja die Balkonszene. Dort wird sich dann die royale Familie und die Queen dann zeigen, sich ihrem Volk zeigen und winken. Wir können hier ja einmal hinter mich schauen. Das sieht man ganz gut. Also viele, viele Briten, aber auch andere Touristen, die hier sitzen, die keinen Platz mehr vorne an der Parade bekommen haben oder am Buckingham Palace, die
die haben sich hier das jetzt gemütlich gemacht und schauen da hinten auf dem Bildschirm, wie die Parade eben abläuft. Und dort wird man dann auch den Balkon dann sehen, wo die royale Familie dann eben auftritt. Und das wird ja auch mit Spannung erwartet. Früher kennt man das ja immer noch als Wimmelbild, als großes Wimmelbild der royalen Familie. Da waren ja über 30, 40 Mitglieder der royalen Familie dabei. Das wurde jetzt reduziert, wo man dann eben auch mutmaßt, naja, man hat es eben versucht, um die Skandalträger der Familie, also Prinz Andrew, Meghan und Harry, die Ex-Royals, die sind dann ja eben nicht mehr dabei. Und so konnte man das natürlich galant lösen, indem man gleich mehrere Mitglieder gesagt hat, nein, es kommen nur die arbeitenden Royals auf den Balkon. Aber es wurde auch gesagt, dass Harry und Meghan teilnehmen an Trooping the Colour, der Militärparade. Das heißt, wir werden sie womöglich jetzt demnächst auch hier irgendwo sehen, in irgendeiner Form. Vielleicht kriegen sie ja doch noch einen Platz auf dem Balkon. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Wir können ja auch noch mal in diese Richtung hier schwenken. Also hier zu rechten. Dort findet jetzt gerade die Militärparade statt. Wir standen da auch seit heute Morgen um 6 Uhr morgens. Das und andere Leute haben da ja schon seit Tagen kampiert. Da sind ja Zelte auch aufgebaut und hab da auch mit einigen Royal-Fans gesprochen, die auch immer wieder gesagt haben, we love the Queen. Wir trennen ganz genau die Queen auch von der britischen Monarchie, die gesagt haben, you don't need to like the British Monarchy, but everyone loves the Queen. Also das ist das, was hier alle Leute immer wieder sagen, dass die Queen auch das Rückgrat des Landes einfach ist. Ich meine, 70 Jahre, das haben mir selbst die kleinen Kinder eben gesagt, die ich interviewt habe, die meinen schon 70 Jahre, 96 ist die Frau alt, fast so alt wie meine Großmutter, die war sogar noch älter von dem einen Mädchen. Also groß und klein sind hier komplett begeistert und freuen sich auf die nächsten 4 Tage. Man muss ja auch dazu sagen, die Briten haben ja sogar einen Feiertag extra dazu geschenkt bekommen, um hier wirklich richtig feiern zu können. Und das geht die nächsten Tage hier weiter. Am Sonntag ist ja dann auch noch Festumzug. Naja, und jetzt können wir uns auch noch mal in diese Richtung hier drehen. Und man sieht jetzt auf dem Bildschirm, wie sich die Soldaten formieren auf dem Buckingham Palace. Dort wird sicherlich dann gleich Prinz Charles die militärischen Ehren empfangen. Und dabei sind ja auch Prinz William und Prinz Charles, außerdem Prinzessin Anne. Das ist ja die Tochter der Queen. Und Prinz Edward wird auch mit dabei sein. Das ist ja der jüngste Sohn der Königin. Allerdings Prinz Andrew, der ist nicht mit dabei. Und wir wollen noch mal bei Fürstin Gloria von Ton und Taxis nachfragen. Frau Fürstin, wie sehen Sie das denn? Was war die größte Bewährungsprobe für Königin Elisabeth II. In der neueren Zeit? War es tatsächlich damals der Tod ihrer ehemaligen Schwiegertochter Prinzessin Diana? Gut, der Tod von Prinzessin Diana war mit sicherlich ein emotionaler Kraftakt für die ganze Familie. Denn mit so einem Drama kann man ja gar nicht rechnen. Also da ist man unvorbereitet und das war schlimm für die ganze Familie, für die Kinder. Und das war mit Sicherheit ein großer Einschnitt, ein großes Trauma. Der Tod ihres Mannes, die Skandale um den Prinz Andrew. Das ist alles nicht schön, aber wie gesagt, sowas kommt in jeder Familie vor. Also vielleicht nicht in jeder, aber in vielen Familien kommen schreckliche Dinge vor. Und das macht ja die königliche Familie auch so menschlich. Frau von Ton und Taxis, ganz herzlichen Dank für den Moment. Herr Worlitz, auch an Sie. Sie bleiben weiter bei uns und Sie hoffentlich auch, liebe Zuschauer, denn da steht noch einiges an heute von dem, was da in London passiert. Das werden wir live übertragen. Gleich dann wieder nach einer kurzen Pause. Im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen langsam, aber offenbar unaufhaltsam vor. 80% der strategisch wichtigen Großstadt Severodonetsk sind inzwischen unter ihrer Kontrolle. Das erklärte der ukrainische Regionalgouverneur. Laut Präsident Zelensky sterben an der Front im Osten täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten. Kiew hofft nun auf die von US-Präsident Biden versprochenen Mehrfachraketenwerfer. Die hat ja auch der Bundeskanzler zumindest versprochen und ein Flugabwehrsystem noch obendrauf.
Blindgänger im Schlepptau unter Lebensgefahr transportieren die Techniker der Bombenräumung in Kiew russische Munition ab. 150 Teile, die nicht explodiert sind, werden in einer Grube kontrolliert gesprengt. In der Hauptstadt werden die Spuren des Krieges beseitigt und auch im Süden vermeldet die Ukraine militärische Erfolge. Rund um die Hafenstadt Cherson sei es gelungen, 20 Ortschaften zurückzuerobern. Im Osten ist Russland jedoch weiter auf dem Vormarsch. Aus den besetzten Gebieten habe Moskau bislang 200.000 ukrainische Kinder verschleppt, teils zusammen mit ihren Eltern, teils wurden sie von ihren Familien getrennt oder aus Waisenhäusern entführt. Die Minderjährigen seien über ganz Russland verteilt worden, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Das Ziel dieser kriminellen Politik ist es, nicht nur Menschen zu entführen, sondern die Kinder dazu zu bringen, die Ukraine zu vergessen und nicht mehr zurückkehren zu können. Damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann, sollen auch aus Deutschland mehr Waffen kommen. Und zwar zügig, verspricht Bundeskanzler Scholz. Er kündigt an, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, über das Deutschland verfüge. Was die sehr neuen Waffensysteme, die wir zur Verfügung stehen wollen für den Verteidigungskampf der Ukraine betrifft, handelt es sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, um Industrielieferungen. Und die kommen zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann. Verteidigen können will sich Deutschland auch in Zukunft selbst wieder besser. Am Abend haben Verteidigungs- und Haushaltsausschuss das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr gebilligt. Damit steht der Abstimmung am Freitag über das 100-Milliarden-Paket im Bundestag nichts mehr im Weg. Michael Willenweber, für uns vor dem Bundestag, das war ja ein regelrechter Schlagabtausch gestern dort zwischen dem Kanzler und der Opposition. Er hat jetzt neue Waffen versprochen der Ukraine und es gibt so ein bisschen den Vorwurf, immer wenn er darauf angesprochen wird, dass die einen Waffen ja nicht kämen, verspricht er wieder neue. Werden denn diese Waffen jetzt schneller in der Ukraine ankommen? Naja, da kann ich nur so antworten, dass sie schnell in der Ukraine ankommen sollen. Bei den Mehrfachraketenwerfern zum Beispiel, die ja auch ebenfalls geliefert werden, da soll ja die Ausbildung von den Amerikanern übernommen werden. Und die anderen Systeme, hieß es, die sollen im Juni geliefert werden. Und damit sind wir zurück bei unserer Sondersendung zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. In der Ukraine rücken die russischen Truppen langsam, aber offenbar unaufhaltsam vor 80% der strategisch wichtigen Großstadt. Die Troop of the Colors, die große Parade in London, da sind wir natürlich live mit dabei. Und bei uns im Studio Jürgen Worlitz, der das Ganze für uns mitverfolgt. Und wir haben natürlich auch unsere Reporter vor Ort in London. Alina Quast, vielleicht kurz zu dir. Was geht bei dir gerade vonstatten? Du stehst ja da inmitten der Menschenmenge, die sich versammelt hat, um eben dieses Trooping the Colors möglichst nah mitzuerleben. Ja, offenbar steht die Leitung nicht zu Alina, scheint nicht zu stehen, aber wir wissen, dass dort sehr, sehr viele tausende Menschen sind, die natürlich live mit dabei sein wollen. Und Herr Worlitz, das ist schon was Besonderes, ne, was wir jetzt auch sehen. Also es wird jetzt losgehen und die 1400 Soldaten bringen sich bereits in Stellung. Und wenn ich mich gut mit Hunden auskenne, war das gerade ein irischer Wolfshund, ja, nämlich ja, das Wappentier der Irish Guards. Das sind eben diese Hunde, die Regimenter haben. Sozusagen als Maskottchen. Manchmal tragen die sogar eine Uniform, haben hinten noch so ein Lätzchen drauf und werden. Das wurde diesem Hunde erspart. Wahnsinnig verehrt. Und die Leute mögen sowas, weil das auch dieses Regiment wieder menschlich macht in irgendeiner. Es gibt sogar Bordhunde bei der Marine, die dann Matrose sowieso sind und dabei sind. Aber was hier ist, wir erleben ja eine der größten Militärparaden der Welt, die in friedlicher Weise abläuft, wenn man nachher mal so ein bisschen von der Artillerie absieht. Die Artillerie hat keine Fahnen, keine Flaggen und daher haben die Geschütze, die dort einmal vorgezeigt werden und einmal vorbeirollen. Aber sonst ist das hier eine friedliche, fröhliche Parade und das ist eben mit einer der größten Ereignisse, die alle Militär Liebhaber dann auch wahnsinnig toll finden. Und vielleicht können wir noch mal sagen, das ist eines der Regimenter. Sieben Regimenter hat diese Household Division des Palastes, die zeremonielle Aufgaben wahrnehmen, aber eben nicht nur das. Das sind alles aktive Soldaten, auch wenn die jetzt hier natürlich in Parade, Uniformen und Bärenfellmützen auflaufen. Also wie wichtig, welche Rolle spielt die Armee in Großbritannien? Die Briten, die sind stolz auf ihre Armee. Und wir sehen das hier auch an den unterschiedlichsten Abteilungen, die dort laufen, die teilweise die Schotten in
ihren Röcken auftauchen. Das sind alles traditionelle Kostüme, die wir hier sehen. Aber sonst generell, die Rolle des Militärs ist unangefochten in Großbritannien. Es wurde immer Stärke gezeigt, es wurden immer die neuesten Waffen, es wurden die massivsten Waffen, Senkrechtstarter, Flugzeugträger. Großbritannien hatte alles. Aber warum? Es musste ja weltweit präsent sein. Es musste jederzeit in jedem Teil von Hongkong damals bis in die Karibik unter Umständen eingreifen können. Und wir haben es gesehen, Argentinien damals, Falklandkrieg, Falklandkrise. Das ist etwas. Jetzt sehen wir aber jemanden kommen. Ja, wir sehen, dass da zumindest unter Polizeischutz ein Fahrzeug vorfährt. Wer in diesem Fahrzeug sitzt, das werden wir sicherlich gleich erfahren, ob es Prinz Charles ist mit seiner Frau Herzogin Camilla, die sich auf den Weg machen, die Queen. Wird es wohl eher nicht sein, dafür ist bei Charles würde ich jetzt auch sagen, er müsste den Stand da vorne haben. Charles kommt nicht im kleinen Bus an. Mhm. Das sind eher die Familie, die weitläufigere Familie bei Charles. Ich glaube nicht, dass man Charles übersehen kann. Das ist wie bei der Queen, da ist sie. Da das flattert muss irgendwas. Sein. Genau, ja, und er hat auch, und er hat seine Paradeuniform an. Hat er auf jeden Fall, weil er ja stellvertretend ist. Ganz genau, und das wird man sehen. Er wird, wenn er in einem geschlossenen Wagen wird, kann er natürlich nicht die Bärenfellmütze, die müsste ja dann oben so ein bisschen rausgucken. Das machen sie nicht. Und aus dem Grunde denke ich mal, dass wir es trotzdem erkennen würden, weil er eben die prachtvollste Uniform hat. Genau, und offiziell abnehmen wird eben Prinz Charles diese Militärparade, weil die Königin dafür dann doch zu angeschlagen ist. Aber Sie haben vorhin gesagt, verfolgen wird sie die Parade auf jeden Fall. Soweit sie das sehen kann, oder sie wird ja auch ein paar Bildschirme haben in ihrem Palast, vermutlich die besten. Und trotzdem glaube ich aber, um sagen zu dürfen, es wird ihr wahnsinnig wehtun. Es wird ihr wehtun, nicht dabei sein zu können, auch wenn es eine freiwillige Entscheidung ist. Aber die freiwillige Entscheidung ist natürlich nicht freiwillig, weil sie Angst hat, dass sie vielleicht das Stehen nicht durchhält. Sie muss ja einen Augenblick stehen, auf, nieder. Und dann, dass man vielleicht mit einmal denkt, oh Gott, sie kann nicht mehr, wir müssen sie wegbringen. Und das wäre natürlich ein Zeichen der Schwäche. Das möchte sie sich, glaube ich, noch eine ganze Weile ersparen. Irgendwann wird es vielleicht mal kommen. Aber dass man sie irgendwie wegführt, weil es nicht mehr geht, das möchte sie nicht. Also ist sie so frei und sagt, dann lass Charles mal ran, ich schaue es mir aus der Entfernung an. Aber der große Moment ist natürlich dann der Balkon. Dann kommt am Ende. Palastbalkon, da wird sie auf jeden Fall mit dabei sein. Da denke ich auch, das wird sie machen und das wird sie sich nicht nehmen lassen. Und das erwarten die Briten auch. Und dann erleben wir ja auch noch mal die militärische Stärke in der Luft. Ja. Und das ist dann natürlich. Und die Salutschüsse dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, zu ihren Ehren wird es 80 Salutschüsse geben. Richtig, an mehreren Stellen, sogar am Tower auch noch mal. Immer 41 im Hyde Park, hier und dann. Und ich glaube, weltweit wird auch noch vor den Residenzen manchmal geschossen. Also da darf man auch noch von den Gouverneursresidenzen. Also jetzt selbst kann sie jetzt nicht dabei sein, persönlich vor Ort. Wahrscheinlich wird sie sich auch die Kräfte aufsparen wollen für die Szene auf dem Balkon nachher, auf dem Buckingham Palace, quasi der Höhepunkt der Parade und auch der Endpunkt, wo eben die Militärflugzeuge noch einmal die Nationalfarben in den Himmel malen werden, wo dann eben die königliche Familie auf dem Balkon grüßen wird, das Ganze abnehmen wird. Allerdings, sie hat ja auch Prinz Charles kürzlich überlassen, die Eröffnung des Parlaments zum ersten Mal in ihrer Regentschaft. Auch das ein ziemlich deutliches Zeichen. Dafür hat sie dann ein paar Tage später so eine Pferdeparade abgenommen, auch durchaus stundenlang und mit großer Freude. Und hat dann auch die Witze, die darüber gemacht wurden, durchaus lässig hingenommen. Richtig, sie hat einmal ihre Pferdeshow sich angeguckt und gleich danach, zwei Tage später, war sie bei der Flowerschau, Blumenschau. Und das ist eben etwas, was sie liebt, was bei ihr auch dann von Herzen kommt. Und jetzt heißt es ja auch innerhalb der Jubiläumsfeierlichkeiten, ich glaube Sonnabend ist das, gibt es auch noch mal ein Pferdeereignis und da wird sie vermutlich dabei sein. Bloß da ist es vielleicht etwas anders, da darf man sich hinsetzen und wenn es kühl wird, kriegt man eine Decke über, das kennen wir aus Schleswig und Schottland. Das ist was anderes, als hier jetzt militärisch irgendwie ja doch was verkörpern zu müssen, nicht? Aber große Freude hat ihr auch bereitet. In London ist ja die Elizabeth Line, also die U-Bahn-Linie, Elisabeth-Linie eingeweiht worden. Und da war sie auch mit dabei und da hat man auch dieses Strahlen in ihren Augen gesehen. Naja, das ist natürlich etwas ganz Besonderes, obwohl ich mich immer fragte, es gab doch schon mal eine Queen's Line, auch bei einem Jubiläum. Die wurde genauso feierlich eingeweiht und jetzt tut man so, als wenn das so ganz... Aber es ist ja schön, wer hatte schon eine U-Bahn, eine eigene U-Bahn?
Plan, würde man sagen. Und das ist natürlich schon was Tolles. Also wer möchte da nicht mitfahren und sagen, hier, steht dran. Hm? Aber auf jeden Fall legendär ist ja Ihre Liebe zu Tieren, vor allem zu diesen Corgis, diesen kleinen Hunden und zu Pferden. Wird gesagt, weil die eben nicht wissen, dass sie Königin ist. Andere Oberhäupter würden Tiere genau deswegen nicht mögen. Ja, das ist richtig, weil die Tiere, obwohl sie sehr würfig sind, das darf man nicht vergessen, Tiere sind ja untergeordnet, das tun sie ja auch. Aber bei der Queen ist es eben so, dass sie die alle auch namentlich kennt, auch bei ihren Corgis, dass die auch aus silbernen Näpfen oder sonst was, wo immer der Name stand, dran stand, sie hat die Tiere vermenschlicht. Das ist zweifellos dabei. Und dann hat sie die Tiere auch, wie ihre Mutter, als Einnahmequelle gesehen. Denn sie schickt ja ihre Pferde auch auf große Turniere. Und ich glaube, sie macht sich da auch schön auf den Zettel. Hm? Aber bei den Corgis hat sogar Prinz Charles selbst gesagt, dass er das Gefühl hat, seine Mutter hat die Hunde lieber als ihre Kinder. Richtig, und gefährlich waren die auch noch. Haben ja sogar mal Leuten in die Hacken gebissen oder sowas. Aber das ist eben tatsächlich so. Das Verhältnis zu den Kindern ist in adligen Familien manchmal tatsächlich distanziert. Heute nicht mehr so. Aber früher war es so, sie wurden sehr früh oder eigentlich gleich in die Obhut von Nannies gegeben. Auch im dänischen Königshaus und sonst wo war das so. Und die Mutter kam eigentlich nur abends, wenn die Kinder geschniegelt und gestriegelt waren, um mit Corgi-Sprache zu sprechen, und hat sich dann noch einmal gezeigt und so weiter. Aber ein richtiges Verhältnis gab es nicht. Und da gibt es doch die berühmte Szene, wo Charles sie nach einer Zeit wieder sieht, wo sie eben von einer Auslandsreise kommt und ihr die Hand gibt und einen Diener macht, anstatt ihr entgegenzufliegen. Und die Militärparade Trooping the Colors, die wird noch einige Zeit gehen. Wir sehen hier die Guards aufgebaut auf dem Exerzierplatz, dem Horse Guards Parade. Und wir schauen jetzt aber noch einmal zurück auf das lange Leben von Königin Elisabeth. Pünktlich zu ihrem 70. Thronjubiläum erscheinen diese Aufnahmen der Queen als Teenager beim Baden, unbekümmert am Strand im schottischen Balmoral. Schon als Prinzessin ist Elisabeth beim Volk beliebt. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt sie trotz deutscher Bombenangriffe in London, leistet Dienst in der Armee. Legendär auch ihr Versprechen an das britische Volk nach Kriegsende. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst der großen Familie des Empire widmen werde, zu der wir alle gehören. Mit dem Tod ihres Vaters wird Elisabeth am 6. Februar 1952 zur Königin. Eisern erfüllt sie seitdem ihre royalen Pflichten. Erfreut sich wohl auch deshalb weiter großer Beliebtheit. Ich denke, die Leute sehen in ihr eine Art von Authentizität in einer Welt, in der wir von Politikern wissen, dass sie uns am Ende im Stich lassen werden, strahlt sie echte Aufrichtigkeit aus. Seitdem meistert sie auf dem Thron so manche Krise. Zuletzt sorgt ihr Sohn Prinz Andrew mit Vergewaltigungsvorwürfen und Schlagzeilen. Davor der sogenannte Mexit, der Bruch ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit dem Königshaus. Doch in diesem Jahr hat Elisabeth II. Zum ersten Mal die Rede, die offiziell die Sitzungsperiode des britischen Parlaments einläutet, nicht gehalten. Die 96-jährige Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Ihr ältester Sohn Charles übernimmt die Ansprache. Noch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann, Prinz Philipp. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. Neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Doch noch ist Queen Elisabeth II. Aktiv im Amt. Die 96-Jährige kann ihr 70. Thronjubiläum gebührend feiern. Und die Feierlichkeiten, sie haben begonnen. Wir sehen das Live-Bild Trooping the Colour, die große Parade zu Ehren von Königin Elisabeth II. Wir sind gleich wieder live mit dabei nach einer kurzen Pause. Bleibt's. Im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen langsam, aber offenbar unaufhaltsam vor. 80% der strategisch wichtigen Großstadt Severodonetsk sind inzwischen unter ihrer Kontrolle.
Das erklärte der ukrainische Regionalgouverneur. Laut Präsident Zelensky sterben an der Front im Osten täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten. Kiew hofft nun auf die von US-Präsident Biden versprochenen Mehrfachraketenwerfer. Die hat ja auch der Bundeskanzler zumindest versprochen und ein Flugabwehrsystem noch obendrauf. Blindgänger im Schlepptau unter Lebensgefahr transportieren die Techniker der Bombenräumung in Kiew russische Munition ab. 150 Teile, die nicht explodiert sind, werden in einer Grube kontrolliert gesprengt. In der Hauptstadt werden die Spuren des Krieges beseitigt und auch im Süden vermeldet die Ukraine militärische Erfolge. Rund um die Hafenstadt Cherson sei es gelungen, 20 Ortschaften zurückzuerobern. Im Osten ist Russland jedoch weiter auf dem Vormarsch. Aus den besetzten Gebieten habe Moskau bislang 200.000 ukrainische Kinder verschleppt, teils zusammen mit ihren Eltern, teils wurden sie von ihren Familien getrennt oder aus Waisenhäusern entführt. Die Minderjährigen seien über ganz Russland verteilt worden, so der ukrainische Präsident Zelensky. Das Ziel dieser kriminellen Politik ist es nicht nur Menschen zu entführen, sondern die Kinder dazu zu bringen, die Ukraine zu vergessen und nicht mehr zurückkehren zu können. Damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann, sollen auch aus Deutschland mehr Waffen kommen. Und zwar zügig, verspricht Bundeskanzler Scholz. Er kündigt an, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, über das Deutschland verfüge. Was die sehr neuen Waffensysteme, die wir zur Verfügung stehen wollen, für den Verteidigungskampf der Ukraine betrifft, handelt es sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, um Industrielieferungen. Und die kommen zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann. Verteidigen können will sich Deutschland auch in Zukunft selbst wieder besser. Am Abend haben Verteidigungs- und Haushaltsausschuss das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr gebilligt. Damit steht der Abstimmung am Freitag über das 100-Milliarden-Paket im Bundestag nichts mehr im Weg. Michael Willenweber, für uns vor dem Bundestag, das war ja ein regelrechter Schlagabtausch gestern dort zwischen dem Kanzler und der Opposition. Er hat jetzt neue Waffen versprochen der Ukraine und es gibt so ein bisschen den Vorwurf, immer wenn er darauf angesprochen wird, dass die einen Waffen ja nicht kämen, verspricht er wieder neue. Werden denn diese Waffen jetzt schneller in der Ukraine ankommen? Naja, da kann ich nur so antworten, dass sie schnell in der Ukraine ankommen sollen. Bei den Mehrfachraketenwerfern zum Beispiel, die ja auch ebenfalls geliefert werden, da soll ja die Ausbildung von den Amerikanern übernommen werden. Und die anderen Systeme, hieß es, die sollen im Juni geliefert werden. Das wird man natürlich dann beobachten. Aber ich fand schon ganz interessant im Übrigen auch, dass der ukrainische... Willkommen zurück hier bei Welt zu unserer Sondersendung zum 70. Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. Von Großbritannien. Mit uns im Studio ist der Adelsexperte Jürgen Worlitz, der uns hier fachmännisch begleitet und uns erklärt, was wir da alles sehen und was im Vorfeld passiert ist. Und mit uns auch unsere Kollegin Alina Quast vor Ort. Und wir schauen jetzt aber erstmal, wie es aussieht in London, denn da läuft jetzt schon die große Parade zum Geburtstag der Königin. Trooping the Colour. Und da sehen wir die Kutsche. Da ist Herzogin Camilla und Herzogin Kate. Und sie machen sich auf den Weg zum Exerzierplatz in der Kutsche. Und wir hören es auch, der Jubel. Zehntausende sind an der Strecke. Und was wir vorhin kurz gesehen haben, in der ersten Kutsche auch mit dabei, die Kinder von Kate und William. Also die machen sich jetzt auf den Weg dort zum Exerzierplatz. Und Prinz Charles, er wird die Parade abnehmen. Er ist bereits im Bentley nach vorne gefahren. Und Prinz William, er wird dann auf dem Pferd die Strecke hinter sich bringen. Und da, Herr Worlitz, da sehen wir die Kinder. Und das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, oder? Ja, natürlich. Und vor allen Dingen ist das das, was die Briten sehen wollen. Da kann man sagen, was man will. Im Grunde genommen Alte ein bisschen weg und die Kinder zeigen. Das, was wir vorhin auch gehört haben, das ist ein Niedlichkeitsfaktor und das will man sehen. Und die Kleinen sind ja auch, das muss man mal wirklich sagen, ausgesprochen niedliche Kinder, nette Kinder, gut erzogene Kinder. Und mit uns ist auch die Fürstin Gloria von Ton und Taxis, die das Ganze mit uns begleiten. Fürstin Gloria, wir haben es vorhin schon gehört, die Königin selbst kann dieses Jahr nicht die Militärparade
abnehmen. Sie wird die natürlich irgendwie mitverfolgen. Aber das wird an ihrer Statt ihr Sohn Prinz Charles tun. Lange Zeit der ungeliebte Thronfolger. Das hat sich jetzt aber mittlerweile ja geändert. Ja, der ist natürlich sehr, sehr beliebt. Und die Leute stellen sich auch schon darauf ein, dass er der nächste König sein wird. Und insofern ist es ja nur recht und sinnvoll, dass er diese für die Mutter doch anstrengende Aufgabe übernimmt. Wir sehen auch die Live-Bilder. Wir haben eben Prinz William gesehen und auch Prinzessin Anne, die auf den Pferden das Ganze begleiten werden. Eure Durchlauf, der Stellenwert von Königin Elisabeth II., also natürlich ganz Großbritannien ist jetzt aus dem Häuschen, aber sie spielt natürlich auch für die europäischen Königshäuser eine entscheidende Rolle, oder? Natürlich, der Adel war immer international. Europa ist ja im Grunde genommen ein großes Konglomerat von königlichen Häusern, die untereinander geheiratet haben. Insofern hat der Adel ja die europäische Idee, die wir heute in Brüssel haben, schon vorweggenommen mit der Heiratspolitik, sodass wir sagen können, auch das englische Königshaus ist ja doppelt deutsch. Einmal die Familie Sachsen-Coburg-Gotha und das Haus Hannover. Und die englische Königin hat also mehr deutsches Blut als englisches Blut. Insofern ist es auch unser Jubiläum. Wir feiern die europäische Idee. Deutschland ist ganz, ganz eng mit Großbritannien, mit dem Königshaus verbunden. Und das Königshaus mit vielen deutschen Familien. Nehmen Sie nur das Haus Hessen, das Haus Hannover, das Haus Thüring. Also sehr, sehr viele Familien hier bei uns in Deutschland sind ganz eng. Das Haus Hohenlohe-Langenburg, die sind ganz eng verwandt mit der britischen Königin. Jetzt feiert tatsächlich ganz Europa auch mit, mindestens. Also es wird jetzt viele Menschen geben an den Fernsehsendern, die das Ganze mitverfolgen, sich daran freuen an diesen einzigartigen Bildern. Die gibt es eben so nur aus Großbritannien zu Ehren der Königin. Allerdings gibt es jetzt auch Umfragen unter den jungen Briten. Von denen befürworten nur noch ein Drittel die Monarchie, ein Drittel lehnt sie ab. Das ist mehr als jemals zuvor. Und auch die meisten Briten sehen die Monarchie in 100 Jahren nicht mehr existieren. Wie interpretieren Sie das? Naja, Sie müssen sich das so vorstellen, das ist halt auch wie mit Pflanzen und Tieren. Sie können eine seltene Pflanze, wenn Sie sie nicht weiter züchten, dann ist sie irgendwann verschollen, dann gibt es sie nicht mehr. Oder Sie wollen sie weiter erhalten, dann müssen Sie sie gießen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass gute Erde da ist. Und dann gibt es die auch noch weiterhin, genauso in der Tierwelt. Wir Menschen sind ja ein Teil der großen Natur und natürlich wird es das König. Wir haben ja in Deutschland auch noch Königshäuser. Sie haben das Haus Sachsen, Sie haben das Haus Wittelsbach, Sie haben das Haus Hannover, das Haus Hessen, das Haus Oldenburg. Nur die haben halt politisch keine, spielen sie keine Rolle mehr. Aber von ihren Stammbäumen her, von ihrer Geschichte her, sind das königliche Familien und insofern ist Europa reich an königlichen Familien. Deutschland reicher wie alle anderen Länder. Fürstin, aber wenn man sich das anschaut, wir sehen ja jetzt diese dann doch großen Feierlichkeiten zu Ehren von Königin Elisabeth II. In London. Aber wenn man so andere Königshäuser nimmt, wie zum Beispiel den niederländischen König Willem-Alexander oder den König von Spanien, da wird nicht so groß mit Pomp so wichtige Daten begangen. Also merkt man da auch, dass die Königshäuser sich ein bisschen geändert haben? Nein, das hat im Grunde genommen etwas mit Marketing zu tun. Die Engländer haben einfach verstanden, das ist ein merkantiles Volk. Die haben verstanden, dass sie mit ihren Royals Geld verdienen können, dass sie dadurch ein großes Alleinstellungsmerkmal haben, was sich ja auch in den Zahlen der Touristen und in den Zahlen der Schlossbesucher und so weiter zeigt. Die sind einfach tüchtiger. Die anderen schlafen. Die könnten ja ihr Haus genauso gut vermarkten. Ich meine, jetzt rein von der Geschichte her ist natürlich das spanische Königshaus sicherlich genauso bedeutend wie das englische Königshaus. Die Holländer sind ja ein sehr viel jüngeres Geschlecht. Die Holländer sind ja auch Deutsche. Das Haus Oranien die kommen ja auch ursprünglich aus Deutschland. Es kommt eigentlich alles ursprünglich aus Deutschland. Wenn Sie denken, die Reiche, das Frankenreich, Germanien, das Frankenreich, das Ostfranken und das Westfrankenreich, daraus entstehen ja die großen Adelsfamilien, die dann über Europa herrschen.
Friedrich II., der bis runter nach Sizilien herrscht. Das ist alles europäische Geschichte. Schauen wir noch mal auf das, was vor Ort passiert in London. Wir schauen auf den Horse Guard Parade, also den großen Exerzierplatz, wo gerade die königliche Familie in Kutschen vorgefahren ist, Herr Worlitz. Das war ja im Vorfeld nicht unbedingt klar, in welchen Gefährten die dort eben auffahren würden. Das hat ja alles durchaus Bedeutung. Können Sie das mal für uns interpretieren? Naja, die Queen ist, nachdem sie vom Pferd abgestiegen ist, sie hat ja irgendwann also gesagt... Hat sie das tatsächlich hoch zu Ross abgenommen, sie hatte ein Pferd, Gourmet, hieß das, eine Rappstute, auf der ist sie 18 Jahre in Folge bei dieser Parade dabei gewesen. Und da hat sie irgendwann gesagt, das ist ein bisschen gefährlich, nachher falle ich da vor alle Augen vom Pferd, hat aufgehört. Das Pferd hat dann noch sein Gnadenbrot gekriegt, ich glaube, das war 87. Und da, seitdem ist die Queen 97 mit der Kutsche vorgefahren. Und daher ist es durchaus jetzt üblich, dass eben auch andere... Wir sehen Boris Johnson gerade jetzt, den britischen Premierminister, der auch schon Platz genommen hat. Hat sich aber nicht gekämmt extra. Das hätte er ja nur... Da ist er ja bekannt dafür. Aber auf jeden Fall Boris Johnson, der sitzt im Prinzip nur auf der Tribüne, muss man sagen. Richtig, aber man sieht auch, er sonnt sich in königlichen Glanz. Und das ist es eben, es gibt sehr viele, die sich auch noch in diesem Glanz dann sonnen. Und daher wollen sie dieses Spektakel sehen. Und dazu gehören nochmal, um darauf zurückzukommen, dass die Royals in Kutschen einfahren. Man kann sie dann eben sehen. Ist natürlich ein Rechtssicherheitsrisiko. Aber es ist so, dass man dann genau die schönen Hüte, die wir so lieben von Großbritannien und bei den Royals generell, das ist eben etwas, was ein Schauspiel ist. Prächtige Bilder, viel Pomp sehen wir hier und das werden Sie auch noch weiter hier bei uns sehen. Wir folgen weiter die Militärparade zum Geburtstag der Königin und das ist Ganze im Rahmen des Thronjubiläums, des 70-jährigen Thronjubiläums der britischen Königin Elisabeth II. Hat noch kein Monarch vor ihr jemals feiern können. Wie gesagt, das Ganze sehen Sie weiter hier bei uns. Wir machen jetzt aber eine kurze Pause, sind gleich zurück. Im Osten der Ukraine rücken die russischen Truppen langsam, aber offenbar unaufhaltsam vor. 80% der strategisch wichtigen Großstadt Severodonetsk sind inzwischen unter ihrer Kontrolle. Das erklärte der ukrainische Regionalgouverneur. Laut Präsident Zelensky sterben an der Front im Osten täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten. Kiew hofft nun auf die von US-Präsident Biden versprochenen Mehrfachraketenwerfer. Die hat ja auch der Bundeskanzler zumindest versprochen und ein Flugabwehrsystem noch obendrauf. Blindgänger im Schlepptau unter Lebensgefahr transportieren die Techniker der Bombenräumung in Kiew russische Munition ab. 150 Teile, die nicht explodiert sind, werden in einer Grube kontrolliert gesprengt. In der Hauptstadt werden die Spuren des Krieges beseitigt und auch im Süden vermeldet die Ukraine militärische Erfolge. Rund um die Hafenstadt Cherson sei es gelungen, 20 Ortschaften zurückzuerobern. Im Osten ist Russland jedoch weiter auf dem Vormarsch. Aus den besetzten Gebieten habe Moskau bislang 200.000 ukrainische Kinder verschleppt, teils zusammen mit ihren Eltern, teils wurden sie von ihren Familien getrennt oder aus Waisenhäusern entführt. Die Minderjährigen seien über ganz Russland verteilt worden, so der ukrainische Präsident Zelensky. Das Ziel dieser kriminellen Politik ist es nicht nur Menschen zu entführen, sondern die Kinder dazu zu bringen, die Ukraine zu vergessen und nicht mehr zurückkehren zu können. Damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann, sollen auch aus Deutschland mehr Waffen kommen. Und zwar zügig, verspricht Bundeskanzler Scholz. Er kündigt an, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, über das Deutschland verfüge. Was die sehr neuen Waffensysteme, die wir zur Verfügung stehen wollen für den Verteidigungskampf der Ukraine betrifft, handelt es sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, um Industrielieferungen. Und die kommen zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann. Verteidigen können will sich Deutschland auch in Zukunft selbst wieder besser. Am Abend haben Verteidigungs- und Haushaltsausschuss das geplante Sondervermögen für die Bundeswehr gebilligt. Damit steht der Abstimmung am Freitag über das 100-Milliarden-Paket im Bundestag nichts mehr im Weg.
Michael Willenweber, für uns vor dem Bundestag, das war ja ein regelrechter Schlagabtausch gestern dort zwischen dem Kanzler und der Opposition. Er hat jetzt neue Waffen versprochen der Ukraine und es gibt so ein bisschen den Vorwurf, immer wenn er darauf angesprochen wird, dass die einen Waffen ja nicht kämen, verspricht er wieder neue. Werden denn diese Waffen jetzt schneller in der Ukraine ankommen? Naja, da kann ich nur so antworten, dass sie schnell in der Ukraine ankommen sollen. Bei den Mehrfachraketenwerfern zum Beispiel, die ja ebenfalls geliefert werden, da soll ja die Ausbildung von den Amerikanern übernommen werden. Und die anderen Systeme, hieß es, die sollen im Juni geliefert werden. Das wird man natürlich dann beobachten. Aber ich fand schon ganz interessant im Übrigen auch, dass der ukrainische Botschafter, der ja einer zu den größten Kritikern von Olaf Scholz vielleicht gehört, in puncto Waffenlieferungen, zumindest, der sich jetzt dann doch recht herzlich dafür bedankt hat und das jetzt offensichtlich als deutlichen Fortschritt empfindet. Das nimmt auch so ein bisschen dann diese Einschätzung des ukrainischen Botschafters vielleicht den Wind aus den Segeln der Opposition, der CDU, CSU, die das natürlich ebenfalls begrüßen, aber so ein bisschen kalt erwischt worden sind, auf dem falschen Fuß vielleicht sogar. Damit hatte man so halt nicht gerechnet gestern, dass der Bundeskanzler in der Debatte dies dann so ankündigt. Muss den Krieg gewinnen. Das fordert Außenministerin Baerbock auch mit Waffen aus Deutschland. Ein Flugabwehrsystem soll geliefert werden. Die Einigung, sie ist nun da. Die Union will dem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zustimmen. Es kann noch diese Woche dann im Bundestag, also morgen, beschlossen werden. Schuldig in fast allen Punkten. Schauspielerin Amber Heard muss ihrem Ex-Partner Schauspieler Johnny Depp mehr als 10 Millionen Euro Schadenersatz zahlen. Und in London laufen mit einer großen Militärparade der Trooping for Colour die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Elisabeth II. Bizarres Video, die in Paraguay untergetauchten Impfgegner-Eltern zerren ihre Kinder vor die Kamera. Die Großfahndung läuft. Es ist 12 Uhr. Guten Tag in die Welt am Mittag. Schönen guten Tag. Tag 99 des Ukraine-Krieges und im Osten des Landes rückten die russischen Truppen langsam, aber unaufhaltsam vor. 80% der strategisch wichtigen Großstadt Severodonetsk sind inzwischen unter ihrer Kontrolle. Das erklärte der ukrainische Regionalgeneral. Und laut Präsident Selenskyj sterben an der Front im Osten täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten. Kiew hofft nun auf die von US-Präsident Biden versprochenen Mehrfachraketenwerfer. Die hat auch der Bundeskanzler zumindest versprochen. Und ein Flugabwehrsystem dazu. Blindgänger im Schlepptau. Unter Lebensgefahr transportieren Techniker der Bombenräumung in Kiew russische Munition ab. 150 Teile, die nicht explodiert sind, werden in einer Grube kontrolliert gesprengt. In der Hauptstadt werden die Spuren des Krieges langsam beseitigt. Aus dem Süden vermeldet die Ukraine militärische Erfolge. Rund um die Hafenstadt Cherson sei es gelungen, 20 Ortschaften zurückzuerobern. Im Osten ist Russland jedoch weiter auf dem Vormarsch. Aus den besetzten Gebieten habe Moskau bislang 200.000 ukrainische Kinder verschleppt, teils zusammen mit ihren Eltern, teils wurden sie von ihren Familien getrennt oder aus Waisenhäusern entführt. Die Minderjährigen seien über ganz Russland verteilt, so der ukrainische Präsident Selenskyj. Das Ziel dieser kriminellen Politik ist es nicht nur, Menschen zu stehlen, sondern die Kinder dazu zu bringen, die Ukraine zu vergessen und nicht zurückkehren zu können. Damit sich die Ukraine weiter verteidigen kann, sollen auch aus Deutschland mehr schwere Waffen kommen. Bundeskanzler Scholz kündigt an, das modernste Flugabwehrsystem zu liefern, über das Deutschland verfüge, Iris-T und ein passendes Ortungsradar. Was die sehr neuen Waffensysteme, die wir zur Verfügung stehen,
wollen für den Verteidigungskampf der Ukraine. Betrifft, handelt es sich in der Tat, wie Sie gesagt haben, um Industrielieferungen. Und die kommen zügig zustande, sobald die Industrie ihre Lieferung entsprechend organisieren kann. Auf welchem Weg das passiert, ist und soll wohl möglichst nicht bekannt werden. Aber aus der Westukraine werden Angriffe auf die Infrastruktur gemeldet. Bei einem russischen Raketenangriff auf eine Bahntrasse in der Region Lviv wurden 5 Menschen verletzt. Die Militärverwaltung dort vermutet, dass es der russischen Armee darum geht, wichtige Schienenverbindungen für die Lieferung von Waffen und Treibstoff zu kappen. Und wir schauen zu unserem Reporter Daniel Hoop nach Kiew. Daniel, die militärische Lage im Osten wird vom Präsidenten immer wieder als äußerst schwierig beschrieben. Der Gouverneur der Region sagt sogar, dass Severodonetsk höchstens noch 2 Tage zu halten ist. Ja, man muss insgesamt sagen, dass das sehr unruhige 24 Stunden eigentlich in der gesamten Ukraine waren. Sprechen wir erst einmal über den Osten und sprechen wir über Severodonetsk. In der Tat haben wir genau diese Meldung heute Morgen vom Gouverneur von Luhansk bekommen, der gesagt hat, dass 80% dieser Stadt schon eingenommen wurden, dass sich die Militäroperation vor allem auf den Osten der Stadt konzentriert und dass wohl ukrainische Soldaten aus einigen Teilen der Stadt schon abgezogen sind, weil man sich eingestehen musste, dass man gegen das russische Militär in dieser Region wohl nur noch sehr, sehr schwer ja etwas machen kann. Große Sorge bereitet den Menschen eine Chemiefabrik, die vor 2 Tagen dort angegriffen wurde. Salpetersäure ist da freigesetzt worden. Giftige Dämpfe sind wohl auch immer noch.
das 70. Thronjubiläum und die große Parade läuft jetzt also in der britischen Hauptstadt und wir haben natürlich das Live-Bild vorliegen und dort kann man jetzt sehen, dass also die Irish Guard aufmarschiert sind auf dem Exerzierplatz und wir haben auch gesehen, dass Prinz William die Garde angeführt hat auf dem Pferde und dort hinten in dem Gebäude, was man von oben sehen kann, dort ist dann auch die Familie, die jetzt zuschaut. Allerdings, sie ist weiterhin im Buckingham Palace und deshalb wird Prinz Charles auch stellvertretend für seine Mutter die Parade dann offiziell abnehmen. Es war ja in den letzten Monaten, Jahren zunehmend zu bemerken, dass er eben immer mehr übernommen hat, immer mehr Ämter von seiner Mutter. Und bei uns im Studio ist Jürgen Worditz, Adelsexperte, der schon den Vormittag über das Ganze mit uns hier mitverfolgt hat. Beschreiben Sie uns doch jetzt einmal kurz, was wir hier sehen. Wir sehen jetzt Trooping the Colour. Das ist die große Parade, die jedes Jahr abgehalten wird zu Ehren ihrer Majestät. Das ist eine Art Geburtstagsparade, in der aber die Truppen, das hat Tradition, auf die Flaggen eingeschworen werden, damit sie früher wussten, hinter wem sie herlaufen sollten. Heute ist es ein buntes Musikspektakel. 1500 Soldaten, 400 Musiker, 250 Pferde. Also ist etwas fürs Auge, wie man sich das nur wünschen kann. Obendrein noch Kaiserwetter, hätte man in Deutschland gesagt. Hier Königinwetter. Königinwetter, genau. Und da sehen wir eben, dass die Royals dabei sind, die die eben können und die, die für die Familie arbeiten. Und übrigens, Prinz William sehen wir da gerade jetzt auf dem Pferd. In hervorragender Haltung, muss man mal sagen, auf einem schwarzen Pferd nimmt er die Parade ab und inspiziert die Truppen. Das gibt hinterher dann noch so eine Manöverkritik. Das wird vielleicht sogar die Queen noch mal machen, weil die ja genau das sieht, was wir auch sehen. Und der entgeht nichts, heißt es. Wenn dann eine Tasche falsch sitzt oder eine Mütze schief, dann wird das kritisiert. So streng, die Königin? Ja, das ist eben so. Die macht auch die Lichter aus abends, damit keine Energie verschwendet wird. Aber das ist eben die menschliche Seite, wie ihre Durchlaucht sagte, die Fürstin. Die Royals haben ja alle auch eine menschliche Seite, wie wir alle. Und dazu gehört eben, dass man auf Äußerlichkeiten auch mal achtet, durchaus. Die Königin selbst, wie gesagt, kann die Parade nicht mehr abnehmen, beziehungsweise sie spart dann wohl ihre Kräfte für den großen Auftritt nachher. Zumindest hoffen das alle auf dem Balkon. Zum Abschluss der Militärparade, wenn dann die königliche Familie auf dem Balkon, den sehen wir auch, des Buckingham-Palastes grüßen wird und eben das Ende mitverfolgen wird. Eine 6-minütige Flugshow wird es da geben, der Royal Air Force, die Nationalfarben dann nochmal in den Himmel malen. Also dafür vermuten wir jetzt mal, hoffen wir mal, spart sie ihre Kräfte auf, denn es ist ja immer noch nicht so ganz klar, an welchen der vielen Programmpunkte in den folgenden 4 Tagen die Königin tatsächlich teilnehmen wird können. Naja, das auf dem Palast wird sie natürlich durchstehen, das ist ja eine kurze Sache. Aber wenn wir jetzt diese Truppenparade sehen, jetzt wird gerade die Nationalhymne gespielt. Vielleicht wollen wir ganz kurz reinhören, Herr Worditz, dass wir God Save the Queen mal kurz lauter machen. Aufstehen. Escort to the cuff! Slow up! Jetzt also geht die Parade Richtung Castle los. Wir sehen trotzdem ja, das ist eine sehr langwierige Geschichte. Und das ist natürlich für eine 95, 96-jährige Dame nicht einfach durchzustehen. Auch die Kinder, heißt es, langweilen sich irgendwann unsterblich. Am Anfang finden sie es ganz toll und interessant. Und dann mit einmal muss man schon sagen, guck mal, da ist Papa, da ist Papa. Und dann sagt der andere, habe ich gesehen, ich bin ja nicht blind. Und das ist eben so etwas, wo man wirklich sagen kann, da sehen wir eben wieder, dass das ermüdend sein kann. Aber das auf dem Palast, das Spektakel wird die Queen durchstehen. Und da steht sie ja auch eingebettet von den Iren. Und das, denke ich, wird für sie dann eben ein krönender Abschluss sein. Es ist ja das Platinum Jubilee. Und deshalb Großbritannien, es sind ja auch Zehntausende an der Strecke, die das ganze Land mit verfolgen wollen. Und wo steht Großbritannien heute mit seiner Monarchie? Na, erstmal haben wir gehört, dass Großbritannien 4 Tage frei hat. Da gehen natürlich einige und sagen, Mensch, das ist ja gut, das stellen wir uns mal hin. Großbritanniens Monarchie ist eigentlich unangefochten. Was jetzt die Jugend natürlich denkt, werden wir in Kürze mehr auch erfahren. Das wird natürlich auch da einen Wandel geben. Bei diesen Paraden auch. Es wird genug Leute geben, die sagen, oh, was das kostet. Ja, natürlich kostet das. Aber es ist auch ein Spektakel, was wieder Touristen anzieht.
sieht, was wieder Geld in die Kasse spült. Und man sagt ja, das geht in die Milliarden. Also das Königshaus ist ein Devisenbringer und ein Geldbringer für die Nation. Das darf man nicht vergessen. Und dazu gehören tatsächlich solche Feste an. Haben Sie sich mal eine Tasse mit dem Bild der Königin gekauft in London? Na klar, ja? Ich habe sie alle stehen. Ja, also da muss man wirklich sagen, die Dinger sind teuer. Das ist ja der neue Wedgwood-Porzellan. Also da muss man wirklich sagen... Ich brauchte erstmal eine halbe Stunde, um sich durch das Gefühl zu bahnen, um zu diesem Shop zu kommen. Und dann zog man mit diesem Becher ab. Ja, und diese in dem richtigen Souvenirshop des Königshauses, die haben wir selber, ja, genau. Da gibt es Marmelade und alles, ist sehr teuer. Ja, also wirklich königlich teuer. Das Ganze ist etwas Besonderes, denn noch kein Monarch jemals zuvor hat ein Platinjubiläum feiern können. Niemand zuvor hat 70 Jahre auf dem Thron gesessen, schon allein deswegen was Besonderes, aber vermutlich auch deswegen, weil das der letzte große Auftritt der Königin sein wird. Es wird mit Sicherheit das letzte Jubiläum der Königin sein. Mit dem Totalrekord niemals zuvor. Ich weiß nicht, dieser König Phumibol von Thailand, der hat das sehr, sehr nahe gebracht, auf jeden Fall an die 70. Vielleicht hat er es sogar auch überschritten. Aber in diesem Fall wird man sagen, das nächste Jubiläum kann ja erst in 5 Jahren stattfinden, beziehungsweise der Geburtstag ja schon in 4 Jahren. Und dann ist es so, dass man sagt, das könnte die Queen durchaus noch erleben. Man hat ja Leibärzte, die dann nochmal home. Und dann werden wir sehen, in welcher Verfassung sie dann ist oder ob sie dann Charles die gesamte Verantwortung übertragen. Und wir hoffen, wir sehen uns dann wieder, Herr Wollitz. Zu diesem freudigen Anlass. Wir würden uns freuen. Aber erstmal sehen wir Herrn Wollitz ja weiterhin jetzt genau, hier noch genau bei uns im Studio, weil das Ganze wird in London noch ein bisschen dauern und der große Moment dann mit dem Balkon am Buckingham Palace und der Flugshow. Also auf jeden Fall werden Sie heute noch bei uns sein.
Straßen der britischen Hauptstadt. Die Irish Guards, die Trooping for Colour, die große Parade zu Ehren der Königin. Sie läuft ja und die berichten seit Stunden ausführlich darüber. 70-jähriges Thronjubiläum für Elisabeth II., aber auch ihre Geburtstagsparade, die ja im Juni immer nachgeholt wird. Eigentlich hat die Queen am 21. April Geburtstag, aber heute natürlich königliches Wetter und gleich werden wir uns ausführlich auch mit den Höhepunkten beschäftigen. Einer kommt dann heute noch um 14 Uhr etwa, da wird der Höhepunkt und auch der Endpunkt dieser Militärparade erwartet, wenn dann die königliche Familie auf...
den Exerzierplatz an der Londoner Mall, bevor es dann zum Buckingham Palace runtergeht. Die Irish Guards, sie sind aufgezogen und die zeigen jetzt natürlich, was die britische Armee drauf hat. Und angeführt werden die Irish Guards von Prinz William, der ja Ehrenoberst dieser Einheit ist. Ein Bataillon, 1400 Soldaten, über 260 Pferde. Und abgenommen wird diese Parade heute ja von Prinz Charles, weil die Königin nicht mit dabei ist aus gesundheitlichen Gründen. Und hier reiten oder paradieren eben die einzelnen Regimenter vorbei. Die Household Division hat insgesamt 7 Regimenter in jedem Jahr zu dieser Trooping of the Color Parade, darf ein anderes Regiment anführen. In diesem Jahr, wie gesagt, die Irish Guards, deren Ehrenkolonel Prinz William ist. Und bei uns im Studio verfolgt das Ganze mit uns der Adelsexperte Jürgen Worlitz. Und wir haben eben ja noch einfahren gesehen per Kutsche die verschiedenen Mitglieder der königlichen Familie, eben alle außer der britischen Königin, die das Ganze aber dennoch im Buckingham Palace bestimmt mit Argusaugen verfolgen wird. Davon gehe ich aus, denn das ist ja alles heute ihr zu Ehren. Hier wird ihr Geburtstag gefeiert und es wird gleichzeitig das Platin-Jubiläum, also das 70-jährige Thronjubiläum begangen. Und ich denke mal, das kann man sich nicht nehmen lassen, da muss man mindestens oder zumindest aus dem Palastfenster schauen. Aber wenn wir jetzt diese große Show sehen, die da jetzt zu Ehren der Königin läuft, ist das eigentlich noch zeitgemäß, Herr Worlitz? Das muss man ja wirklich fragen. Ach, man muss es als Show sehen. Es gibt viele Dinge, die sind nicht zeitgemäß. Das ist wie eine Oper vielleicht, die man immer wieder umändert. Und hier ist es eben auch so, dass ja auch hier immer ein Wandel stattgefunden hat. Ganz früher kam die Queen hoch zu Ross, dann stieg sie runter, kam mit der Kutsche, dann kam sie mit dem Wagen. Also es ist immer irgendwie was gewandelt worden, verkürzt worden oder umstrukturiert worden. Verschiedene Programmpunkte, die Uniform und was da stattfindet, ist das nicht ist, doch alles Jahrhunderte das alt? Das ist, ob das jetzt hier alles so Jahrhunderte alt ist, aber es ist sehr alt, genau. Und das ist mehr so ein musikalisches Spektakel, wie man so früher Militärmusikfestivals hatte. Da gingen auch Hunderte hin, Tausende hin und schauten sich das an. Aber zeitgemäß ist es natürlich in irgendeiner Weise ein Anachronismus, sagen wir mal so. Aber es ist eine Erinnerung an die alte Zeit, vielleicht auch eine Referenz an alte Zeiten. Und daher ist das ja nicht unbedingt jetzt verkehrt. Und es ist zu Ehren der Queen, die ja auch nun schon bald mal 100 Jahre alt wird in ein paar Jahren. 96 ist sie ganz genau. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt auch das Live-Bild vom Balkon des Buckingham Palastes. Das wird natürlich der Höhepunkt sein. Wir wissen, dass die Queen im Buckingham Palast ist und wir erwarten gegen 14 Uhr dann, dass die königliche Familie dort sein wird. Ist das eigentlich jetzt ein deutliches Zeichen, dass Harry nicht mit dabei sein darf? Der ist in London mit Meghan und mit den beiden Kindern, aber er ist ja eigentlich in dem Sinne kein Mitglied der Firma mehr. Ja, Prinz Harry ist nicht dabei, seine Meghan auch nicht. Sie haben sich ja abgesondert, sind nach Amerika gegangen und führen dort eben ein Leben, wo sie eben auch selber Geld verdienen müssen. Und das ist eben das, was man nicht sagen kann, ach, sie gehören ja alle zur Familie. Da sehen wir sie jetzt gerade mal längs laufen. Das sind Archivbilder. Sondern sie wollen mit der königlichen Familie, durch die königliche Familie Geld verdienen. Und das merken die Royals natürlich und achten entsprechend drauf, dass auch diese Distanz gewahrt wird. Und wir schauen jetzt noch mal kurz darauf, was alles noch so geplant ist. Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum dauern ja insgesamt 4 Tage mit vielen Programmpunkten und wo man an vielen verschiedenen Stellen hofft, dass die Königin mal auftaucht, ist noch nicht ganz sicher, wann das sein wird. Christoph Hipp hat das Ganze für uns zusammengefasst. Königinwetter in London. Bei frühsommerlichen 20 Grad fährt Queensohn Prinz Charles ganz standesgemäß im Rolls-Royce vor. Paradieren 1200 Soldaten und 400 Musiker vor dem Buckingham Palace. Trooping the Colour zu Ehren von Queen Elizabeth. Das gewählte Oberhaupt der Briten Boris Johnson ist auf die Zuschauertribüne verbannt. Und auch die Jubilarin selbst ist nicht anwesend. Wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustands bleibt die 96-Jährige im Palast. Statt ihr nimmt Dauerthronfolger Prinz Charles gemeinsam mit der engen Familie die Parade ab. Es ist der Startschuss für ein einmaliges, langes Feierwochenende in Großbritannien. Von heute bis einschließlich Sonntag haben alle Briten frei. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen. Neben einem Dankesgottesdienst am Freitag und einem großen Karnevalsumzug am Sonntag in offizieller Höhepunkt soll am Samstag ein großes Live-Konzert werden.
Nicht fehlen darf dabei natürlich die Rockband Queen. Neben vielen weiteren Stars geben sich aber auch Rod Stewart, Elton John und der Opernstar Andrea Bocelli die Ehre. Ich unterhalte Beziehungen und Freundschaften mit einigen Mitgliedern der Royal Family. Und ich hatte schon die Gelegenheit, die Königin zu treffen. Diese Einladung von ihr ist ein Zeichen der Wertschätzung und Zuneigung. Überraschend eingeladen zu den Feierlichkeiten wurden auch der Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan. War nach deren Aufgabe ihrer royalen Pflichten und der anschließenden Auswanderung in die USA von einem Bruch mit den Royals die Rede gewesen, gilt die Einladung jetzt als Zeichen der Versöhnung. Überhaupt soll das ganze Land nach Brexit und Corona durch die Feierlichkeiten wieder zusammengeschweißt werden. Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden, lässt die Queen mitteilen. Der Palast veröffentlichte zudem das offizielle Jubiläumsporträt ihrer Majestät. Aufgenommen wurde das Bild in Schloss Windsor, dort, wo die Queen nunmehr seit 70 Jahren fest im Sattel, pardon, auf dem Thron sitzt. So, wir haben es gerade gehört im Beitrag. Harry, ehemals der Lieblingsenkel der Königin, jetzt das unbeliebteste Mitglied des Königshauses, wenn man den Umfragen glauben darf. Aber hier darf er jetzt doch mehr dabei sein, als es ursprünglich vorgesehen war. Also dann doch noch mal eine Versöhnungsgeste. Dass Harry dabei ist, ist ja ganz normal. Er gehört zur Familie. Und wenn das dann doch immer noch. Bei der Familie kann man ihn nicht rausschmeißen, da gehört man einfach dazu. Aber man kann ihn aus dem Arbeiten. Andrew ist doch auch nicht mit dabei. Aus dem, bitte? Andrew ist da auch nicht mit dabei. Der ist auch so der Familie, Queen. Ja. Den werden wir vielleicht beim Gottesdienst morgen sehen. Das ist nämlich dann nochmal wieder eine andere Nummer. Und Harry haben wir ja auch nur privat hier gesehen. Er ist ja nicht offiziell aufgetreten. Nein, Harry hat sich ja nach Amerika abgesetzt. Er macht dort mit seiner Frau Meghan Geschäfte. Und ich glaube eher, dass Meghan die Frau ist, die die Geschäfte macht und Harry der Hinterherläufer ist. Das merkt man in einigen Fällen ganz deutlich. Und man muss sich das ja so vorstellen, dass er mit der oder durch die Königsfamilie Geld verdienen will. Und das mögen die Royals überhaupt nicht. Und aus dem Grunde ist er auf Distanz gesetzt. Und wir sehen jetzt das Live-Bild. Die Irish Guards sind jetzt auf der Mall. Also sie sind in Richtung des Buckingham-Palastes unterwegs. Und damit natürlich auch jetzt langsam nähern wir uns dem Höhepunkt, dass die 1400 Soldaten über 260 Pferde dann Richtung Buckingham-Palast ziehen werden. Die Königin, was vermuten Sie denn, Herr Wallet? Wird sie vielleicht hinter einer Gardine stehen im Buckingham-Palast, um das zu sehen? Oder dann vielleicht doch eher die modernen Übertragungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel den Fernseher nutzen? Ich sag mal beides. Das wird schon so ausgestattet sein, dass sie gucken kann. Und wenn sie sich umdreht, wird sie einen Bildschirm sehen. Also davon bin ich ganz fest überzeugt, dass sie sich das nicht nehmen lässt. Das wäre ja auch völlig unerklärbar. Warum? Sie hat ja nichts dagegen. Im Gegenteil, ich glaube, sie weint innerlich so manches Tränchen, dass sie nicht dabei sein kann. Das wird ihr wehtun. Und sie kann jetzt nicht dabei sein, eben um sich die Kraft aufzusparen für diesen Auftritt auf dem Balkon nachher? Naja, für den Balkon braucht sie sicherlich nicht viel Kraft. Aber sie hat sich das hier erspart, weil das ja doch 2 Stunden bedeutet, im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Sie hätte sich dann setzen müssen. Und das macht man so bei Militärparaden nur, wenn es wirklich erforderlich ist oder wenn es nicht anders geht. Also ich denke mal, dass sie Angst davor hat, Schwäche zu zeigen oder dass man sie eben vielleicht dann aus irgendwelchen Gründen sagen muss, es ist zu viel für sie, sie muss wieder in den Palast. Schauen wir auf das Leben der Queen und das Jahr 1992. Sie hat das selbst als Annus Horribile, als Schreckensjahr bezeichnet. Also das war ja zum ersten Mal so eine emotionale Äußerung von ihr eigentlich. Naja, das sollte bedeuten, dieses Jahr kam es aber reichlich dicke. Und das war eben ganz einfach, dass sich da in ihrer Familie eine Ehe nach der anderen separierte. Darunter eben ganz Prominente wie Charles und Diana, wie Andrew und Fergie. Anne und ihr Mark Phillips hatten sich getrennt. Und dann brannte zum Schluss noch das Schloss Windsor. Es gingen Kunstschätze von Millionen kaputt. Also da hatte sie schon gesagt, jetzt kommt es wirklich dicke. Das sollte das bedeuten. Und von da an musste sie ja auch ihre Finanzen offenlegen. Also es war ein Jahr, das einen großen Einschnitt ausgeübt hatte auf die Familie. Das heißt, es war nichts mehr, wie es vorher war.
Allerdings, das Jahr 1997 war ja dann doch noch mal eine Zäsur. Das war eben das Jahr, als Prinzessin Diana starb, eigentlich ja nicht mehr verbunden mit Prinz Charles, schon offiziell geschieden und eben mit einem reichen Mann im Auto verunglückt. Und da hat die Königin ja erstmal gesagt, na ja, was geht mich das an? Das hat sie sicherlich gedacht, beziehungsweise sie hat ganz normal ihre Trauerbekundung dort eben in Balmoral von sich gegeben, aber sie hat eben nicht das gemacht, was die Leute wollten. Die Leute wollten sie vor Ort sehen. Die wollten die Königin in London. Und wenn man sich vorstellt, was da für Berge von Blumen lagen. Das war unfassbar. Sie haben keine Blumen bekommen. Ich war da 3 Monate. Wir haben darüber berichtet. Kensington Palace, Buckingham Palace. Das war unglaublich. Genau. Und dass die Leute weinten auf der Straße, sich in den Armen lagen. Und die Königin war fern. Und das war das, was die nicht ertragen konnten, die Briten. Sie forderten sie ein. Sie kam. Sie hat gesprochen. Sie ist nachher auch an den Blumen vorbeigegangen. Sie hat am Trauerzug teilgenommen. Also sie hat sich auf die Weise versöhnt mit ihrem Volk. Aber der größte Schicksalsschlag ist tatsächlich für sie doch der Tod ihres Mannes gewesen, von Prinz Philipp. Naja, sie ist ja sehr lange verheiratet gewesen, das muss man ja sagen, von 47 an bis voriges Jahr. Und Prinz Philipp ist fast 100 geworden, wenige Tage trennten ihn nur von dem Geburtstag. Das war einfach so, dass man sagen kann, ich glaube, die Queen konnte gar nicht anders denken, als mit ihrem Mann, dass ihr Mann hinter ihr steht. Es war undenkbar für sie und dann trat es mit einmal ein, obwohl sie es natürlich geahnt hatte. Und uns zugeschaltet und das Ganze verfolgt mit uns Fürstin Gloria von Thon und Taxis. Und auch an Sie nochmal die Frage, wir haben gerade schon über Harry und Meghan gesprochen. Harry, der einst ja der Lieblingsenkel war der Königin, jetzt ist er hier mehr privat dabei, aber dann doch noch ein bisschen früher und ein bisschen mehr, als es zunächst erwartet worden war. Sehen Sie das als Versöhnungsgeste oder geht es einfach darum, naja, Blut ist dicker als Wasser und wir können ihn ja nicht aus der Familie schmeißen? Nein, die wollen ihn auch gar nicht aus der Familie schmeißen. Versöhnungsgeste, die sind sehr gut befreundet und sehr gut versöhnt. Der Junge ist das Enkelkind und dass der mal aus der Reihe tanzt, das ist doch absolut normal. Das kommt in jeder Familie vor, dass man nicht immer in Reihe und Glied und alles so tut, wie die Eltern oder Großeltern sich das wünschen. Das ist absolut normal. Aber es ist genauso normal, dass der Enkel jetzt zum Jahrhundertereignis, 70-jähriges Thronjubiläum, bei seiner Großmutter, der Königin, zu Gast ist. Und das erwarten auch die Amerikaner von ihm. Die Amerikaner wollen ja, dass er den Kontakt zum Königshaus hält. Denn das gibt ihm ja auch königliche Legitimität. Und die braucht er in Amerika dringend. Aber ist das nicht so, dass es eben keine normale Familie ist? Und dass ja gerade die Königin dafür steht, dass sie die Pflicht immer über ihr persönliches Wohl gestellt hat? Ja, aber das ist doch in jeder Familie so. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen kleinen Betrieb und da muss man zusammenhelfen. Und genauso ist es da nur in einem größeren Maße. Das ist eine Familie mit einem großen Betrieb und da muss jeder helfen und mitmachen und sich zusammenreißen, wenn es sein muss. Fürstin, warum ist eigentlich die Faszination für das britische Königshaus so viel größer als die Faszination für das Schwedische, das Norwegische, das Spanische, das Niederländische? Liegt das tatsächlich nur an Queen Elizabeth oder tatsächlich auch an dem, was Sie eben beschrieben haben? Diese Familie, Prinz Charles, Prinz William, Prinzessin Kate, Harry, Meghan? Es hat natürlich auch unmittelbar damit zu tun, was der Staat bereit ist, für die Repräsentation auszugeben. Sie sehen es ja hier am Jubiläum, aber Sie sehen es auch an den regulären, royalen Aufmärschen, die ja durchaus regelmäßig stattfinden in England, dass die Regierung für diese protokollarischen Dinge sehr viel Geld aufwendet und dass das auch noch mit den alten Kostümen, das ist ja alles sehr teuer, aber das machen die natürlich gerne, weil die gesehen haben, dass das das absolute Alleinstellungsmerkmal ist von England und dass sie damit Millionen von Menschen faszinieren können auf der ganzen Welt und dass das auch ein Großteil der Gründe ist, warum Menschen heute nach England reisen. Es ist einfach die Monarchie, die haben in die Monarchie investiert. Und das sieht man hier und das könnten die anderen Länder auch machen. Aber die wollen eben einfach nicht so viel Geld aufwenden und haben dann natürlich auch den Nachteil. Aber
Die englische Königsfamilie ist auch sehr lange auf dem englischen Thron. Es hat also auch was mit der Tradition zu tun. Eine ununterbrochene Königstradition ist natürlich etwas anderes wie bei den Spaniern, die zwischendurch hatten sie eine Diktatur. Da war ja dann Franco, dann kam eben endlich wieder Juan Carlos zurück. Die Schweden hatten ja lange keinen König. Dann kam der von Napoleon eingesetzte König. Das war ja auch kein richtiger Vasa, sondern das war praktisch ein General, den man dann eben einfach zum König gemacht hat. Und insofern, in Holland wird noch sehr viel getan für das Brauchtum. Und das macht sich auch bezahlt für die Holländer. Aber natürlich, an England kommt keiner ran. Gemäß der Tradition wird ja in Großbritannien dann auch Prinz Charles König, wenn die Königin eines Tages nicht mehr ist. Ist es denn denkbar, dass der dann vielleicht etwas früher abtritt, abdankt, zugunsten seines sehr beliebten Sohnes Prinz William? Das glaube ich nicht, denn das hat ja an der Beliebtheit, macht das ja nichts aus. Prinz William wird ja deswegen trotzdem beliebt sein. Er hat dann natürlich etwas mehr Freiheit, denn als König ist er noch eingeschränkter in seiner Position. Insofern ist es für Prinz William ein riesiger Vorteil, wenn sein Vater die Königsbürde auf sich nimmt. Und warum soll der Vater abdanken? Es besteht überhaupt kein Grund, weil es würde sich an seinem Leben nicht groß was ändern. Es würde vielleicht etwas langweiliger werden. Vielleicht würde er das gerne haben, aber im Grunde genommen besteht kein Grund abzudanken, nein. Fürstin, wir sehen jetzt hier auch die Kutschen und wir sehen in der ersten Kutsche sehen wir Prinzessin Kate und Prinzessin Camilla und die Kinder von William und Kate. Das sind George, Charlotte und Louis, die jetzt auf dem Weg zurück in den Buckingham Palace sind und den Menschen, Tausende, die an der Strecke sind, natürlich zuwinken. Aber Fürstin, wie läuft denn das eigentlich ab in der Szene? Wenn es so große Feierlichkeiten gibt, wird dann auch der europäische Adel eingeladen zu irgendwelchen Partys, die es da drumherum gibt, wo die Öffentlichkeit gar nicht sowas mitbekommt? Also eingeladen wird natürlich unmittelbar die Familie. Und die Familie, das sind in erster Linie deutsche Mitglieder, also auch Hessen, das Haus Hessen, dann natürlich das Haus Hohenlohe-Langenburg, die sind ganz eng verwandt, dann natürlich auch Töring, die hier in Bayern leben. Und das sind die engsten deutschen Verwandten der königlichen Familie. Die werden immer eingeladen, wenn es irgendwelche Familienfeiern gibt oder wenn es große Jubiläen gibt. Und dann werden natürlich ausländische Staatsgäste eingeladen. Der europäische Adel, Frankreich, nein, da bestehen keine Verwandtschaftsverhältnisse. Auch mit den Bourbonen ist man nicht so nah verwandt, dass man sie einladen müsste. Nein, die deutschen Familien, mit denen das englische Königshaus eng verwandt ist, die werden immer eingeladen. Christian Gloria, vielen Dank für den Moment. Wir wollen noch einmal zurückschauen auf das Leben der Königin, der britischen Königin Elisabeth II. 96 ist sie alt und 70 Jahre sitzt sie auf dem Thron. Pünktlich zu ihrem 70. Thronjubiläum erscheinen diese Aufnahmen der Queen als Teenager beim Baden, unbekümmert am Strand im schottischen Bell. Schon als Prinzessin ist Elisabeth beim Volk beliebt. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt sie trotz deutscher Bombenangriffe in London, leistet Dienst in der Armee. Legendär auch ihr Versprechen an das britische Volk nach Kriegsende. I declare before you all. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst der großen Familie des Empire widmen werde, zu der wir alle gehören. Mit dem Tod ihres Vaters wird Elisabeth am 6. Februar 1952 zur Königin. Eisern erfüllt sie seitdem ihre royalen Pflichten. Erfreut sich wohl auch deshalb weiter großer Beliebtheit. Ich denke, die Leute sehen in ihr eine Art von Authentizität in einer Welt, in der wir von Politikern wissen, dass sie uns am Ende im Stich lassen werden. Strahlt sie echte Aufrichtigkeit aus. Und seitdem meistert sie auf dem Thron so manche Krise. Zuletzt sorgt ihr Sohn Prinz Andrew mit Vergewaltigungsvorwürfen für Schlagzeilen. Davor der sogenannte Mexit, der Bruch ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit dem Königshaus. Doch in diesem Jahr erstmal die Rede, die offiziell die Sitzungsperiode des britischen Parlaments einläutet, nicht gehalten. Die 96-jährige Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Ihr ältester Sohn Charles übernimmt die Ansprache. Noch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann, Prinz Philip.
die Regentschaft von Königin Elisabeth II. Neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Doch noch ist Queen Elisabeth II. Aktiv im Amt. Die 96-Jährige kann ihr 70. Thronjubiläum gebührend feiern. So, Herr Wallace, wir sehen ja auch die Bilder live aus London jetzt auf der Mall. Also es geht jetzt Richtung Buckingham Palace und wir haben vor allen Dingen auch wieder Prinz William gesehen. Aber lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf das Verhältnis jetzt zwischen großem und kleinem Bruder schauen. Also der William, Thronfolger nach Prinz Charles, der steht also zur Monarchie, der hat sie frisch gemacht. Und Harry so ein bisschen der... Ja, also das Wilde. Das Wilde. Das Wort Versöhnung, das wird von den Medien natürlich immer gerne aufgespielt, weil das so ein bisschen, naja, sagen wir mal, das mögen wir alle gerne, frühe Friede Eierkuchen. Aber ich sag mal, das sind eigentlich zwei Säulen. William muss ganz gerade seinen Gang gehen, er muss König werden und muss in Ehren dieses Amt wieder ausfüllen. Da gibt es keine Turbulenzen zwischendurch. Und Harry macht Show in Amerika. Und dieses ist ein zwei Lebenswege, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie irgendwie eine familiäre Spannung haben. Und Harry und Meghan verdienen ihr Geld in Amerika nur dadurch, dass sie sich laufend auf dieses Königshaus reflektieren. Und Meghan wird die treibende Kraft sein, die sagt, wir müssen darüber, wir müssen uns zeigen, wir brauchen die für unsere Dokus. Aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, wo ist denn seine Rolle? Er ist immer nur der hinter Prinz William und jetzt sogar hinter Prinz George. Also was soll er machen in seinem Leben? Er hat den besten Job, den man sich nur vorstellen kann. Er hat das gesamte royale Umfeld, hätte er gehabt. Er wäre überall dabei gewesen, mit den tollsten Leuten der Welt zusammengekommen und hätte eigentlich sich in der Charity oder sonst wo eine gute Aufgabe suchen sollen. Ich muss ja ganz kurz unterbrechen, wir sehen die Queen jetzt live auf dem Balkon, also sie ist jetzt an die Öffentlichkeit getreten und Riesenjubel. Und der Herzog von Kent an ihrer Seite, ganz genau, also das ist jetzt, also eigentlich früher als erwartet, dass die Queen tatsächlich auf den Balkon gekommen ist. Herr, die Queen schaut sich jetzt den Rückmarsch der Gardisten an und das ist natürlich ein tolles Schauspiel, wenn die Mall runterkommt und der Herzog von Kent ist eben auch ein sehr enger Verwandter, ist ein direkter Neffe und Cousin und er ist auch in der Thronfolge drin. Also es ist nicht so, dass das jetzt irgendwer ist, sondern es ist eine ganz wichtige Person früher gewesen. Man sieht es auch an seinem Thron. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn man das nochmal richtig vor Ort vom eigenen Balkon bewundern kann. Mit uns freut sich Fürstin Gloria von Thron und Taxis und die Königin sieht ja wirklich toll aus. Sie haben sie ja mal als medizinisches Wunder bezeichnet. Ja, das kann man doch wirklich sagen, dass sie das ist. Und Ihr Eindruck dran. Jetzt mit Ihren 96 Jahren, also das Lächeln auch, was wir jetzt sehen und auch dieses tolle Porträtfoto, was von ihr gekommen ist. Also wir können uns wohl darauf einstellen, dass Queen Elizabeth noch mindestens ein paar Jahre das Oberhaupt der britischen Krone sein wird. Ja, also sie sieht doch fantastisch aus und auch das Kleid, was sie, oder beziehungsweise das Kostüm und der passende Hut, den sie dazu gewählt hat heute. Passender geht's ja nicht. Der wunderbare, dezente Schmuck, eine wunderschöne Brosche. Sie sieht wirklich aus wie aus dem Bilderbuch. Und ich meine, er, der Herzog von Kent, immerhin der Großmeister der schottisch-englischen Freimaurerloge, ist da fantastisch, wie er aussieht mit seiner Schärpe und den vielen Orden. Also ein wirklich würdiger Vertreter für Prinz Philipp, muss man sagen. Allerdings es wäre der Königin wohl lieber, wenn der jetzt neben ihr stünde, zumindest in den ersten Monaten nach Prinz Philipps Tod, weil ihr ja doch deutlich anzumerken, wie schwer sie das getroffen hat. Natürlich, aber das ist ja klar, nach so einer langen Zeit zusammen ist das natürlich immer ein schrecklicher Ein Trauma fürs Leben, aber der Herzog von Kent, auch durch die enge Verwandtschaft und die große Freundschaft zur Königin, ist natürlich eine große Stütze für die Königin, gerade bei solchen offiziellen Anlässen, dass sie da jetzt nicht alleine draußen steht und sie genießt es offensichtlich. Das ist ja auch ein wunderschöner Anblick und es ist jedes Mal
erhebend für sie zu sehen, wie schön das alles noch funktioniert und wie das noch zelebriert wird. Das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit mehr heutzutage, denn sie brauchen ja wirklich auch von den Soldaten und den Männern unten sehr viel Disziplin, dass das alles so klappt, wie das hier vorgeführt wird. Und Fürstin, wenn Sie auch jetzt die Königin sich genauer anschauen, und das haben Sie ja auch getan, also man sieht es, also sie ist mit ganzem Herz dabei und sie kommentiert ja auch gegenüber dem Herzog von Kent das ein oder andere, und das zeigt man auch, also sie ist absolut up-to-date, oder? Sie ist absolut up-to-date und sie freut sich natürlich auch an der Pracht und an der Wonne. Aber schauen Sie sich nur mal diese Uniformen an. Eine dieser Gala-Uniformen kostet mit Sicherheit 15.000 Euro. Also da können Sie schon mal darüber nachdenken, was da aufgewendet werden muss, um diese Pracht voll zu führen. Die zwei Herren im Vordergrund, die in der goldenen Uniform mit dem Goldbrokat, das ist noch teurer. Das sind also, das ist alles in Handarbeit gefertigt in Ateliers in London, die eigentlich seit Jahrzehnten nichts anderes machen wie Uniformschneiderei. Das ist auch eine Handwerkskunst, die ist ja in anderen Ländern überhaupt nicht mehr vorhanden. Fürstin Gloria, jetzt soll die Königin ja vor 10 Jahren zu ihrem Diamantenjubiläum ein bisschen überwältigt gesagt haben, nachdem sie auf den Balkon getreten war und dann die ganzen Menschen zujubelten. Jetzt alle meinetwegen da. Sie ist natürlich auch zu Scherzen aufgelegt, aber das spricht ja doch noch eine gewisse Bescheidenheit aus. Wie bewahrt man sich das in diesem Amt? Ja, und ich meine, das ist auch, wenn Sie sich die Pferde anschauen oder die Fellmützen, das ist alles so aufwendig und so prachtvoll. Aber das rechnet sich für England. Das rechnet sich 100-mal. Das ist eine fantastische Investition in diese Familie, in diese Tradition, in diese Monarchie. Und das wird eben von allen Menschen mitgetragen und auch gutiert, wie man so schön auf Französisch sagt. Das ist wirklich eine Gemeinschaftseffort für das ganze Land und für Europa, muss ich sagen. Herr Wollitz, wenn wir die Queen jetzt auf dem Balkon sehen, jetzt auch dieses Lächeln, dieser Smalltalk mit dem Herzog von Kent, das hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn dann sie doch persönlich diese Parade abnimmt, oder? Obwohl sie oben nicht am Exerzierplatz gewesen ist, aber jetzt ziehen die Soldaten an ihr vorbei und jetzt das Lächeln. Das Ganze ist ja ihr zu Ehren, wird das dort veranstaltet. Nee, völlig okay, das auch ist ja jetzt viel interessanter, jetzt wird es ja richtig, jetzt ist ja was los. So, das war es jetzt so, dass man sagt, die Queen weiß, dass das ihr zu Ehren stattfindet. Und das genießt sie natürlich und das erfüllt sie auch mit Dankbarkeit. Ich glaube, dass sie eine Frau ist, die dankbar ist für das, was sie alles erleben durfte und was sie auch erlebt hat. Und ich denke auch, dass ihr das in dem Augenblick bewusst wird, dass diese große Parade, so wie sie jetzt da stattfindet, ein geschichtliches Ereignis ist. 70 Jahre auf dem Thron, so ein Event. Es kommt vielleicht nicht wieder. Vorhin haben Sie aber auch mal gesagt, wenn es danach nicht dann doch wieder Manöverkritik gibt, die schaut ja dann doch sehr genau hin. Das gehört dazu. Und das ist ja gerade das, was wir in der soldatischen Disziplin verstehen, dass jeder Soldat bei so einer Parade oder wenn er aufmarschiert, millimetergenau zu stehen hat. Genauso wie das Besteck auf einer Tafel im Palast millimetergenau angeordnet wird. So muss hier alles klappen, alles muss sitzen. Da darf nicht die Kordel schief hängen, da darf der Herzog jetzt auch nicht schief grüßen. Es ist genau vorgeschrieben, in welchem Winkel die Hand zu stehen hat. Und das klappt eben auch. Aber das übt man. Und dazu muss ich natürlich eins sagen, Job ist Job. Wenn man Soldat ist, Gardist ist, dann gehört das zum Beruf dazu. Also so bewundern muss man das auch nicht. Die üben das 8 Stunden am Tag sozusagen, wie andere Leute 8 Stunden am Hobel stehen. Fürstin Gloria, 4 Tage jetzt dieses Platinum Jubilee, wie es ja auf Englisch heißt. Und das zeigt auch, also die Briten sind nicht nur stolz auf ihre Königin, sondern man kann schon sagen, sie verehren sie in gewisser Weise, oder? Sie verehren die Königin, sie lieben sie. Sie haben also alle das ganze emotionale Handwerkszeug, was jemand braucht, hat die Königin auf sich vereint, weil sie eben so lange und so gut und so zuverlässig, immer freundlich, immer gut gelaunt, immer selbstsicher, immer direkt, immer bestimmt aufgetreten ist. Man kann sich an ihr festhalten, sie gibt einem Sicherheit, es ist eine Institution.
Und wie gesagt, dieses prachtvolle Schauspiel, ich kenne kein einziges Land der Welt, in dem dieses prachtvolle militärische Ballett so formvollendet aufgeführt wird. Das ist wirklich eine Einzigartigkeit auf der ganzen Welt. Christian Gloria, wir haben Sie eben gehört, als man Sie eigentlich mal kurz nicht hören sollte. Da haben Sie aber voller Inbrunst gesagt, Mensch, jetzt wird es doch erst richtig spannend. Was bedeutet für Sie persönlich jetzt dieses Ereignis? Also ich beobachte natürlich wahnsinnig gerne die Königin, weil für mich ist sie absolut eine Modeikone. Sie hat mit ihren Kostümen und vor allen Dingen mit der Farbauswahl ihrer Kleidung ja wirklich als Trendsetterin. Man muss sagen, ab 50, finde ich, ist niemand eleganter auf der Welt wie die Königin Elisabeth. Die Handtasche aussortiert, die Handschuhe, die Jacken, die Röcke, der Hut. Es ist immer alles vom Feinsten und es sieht immer alles prachtvoll aus. Ich kenne kein einziges Foto von der Queen, wo man sagen würde, da war sie nicht so gut gestylt. Also sie ist für mich eine absolute Modeikone. Und wenn man sich vorstellt, wie alt sie ist und wie prachtvoll sie da steht, wie eine Blume noch immer aussieht, das ist für mich faszinierend. Und natürlich liebe ich die Uniformen. Ich liebe das anzuschauen, wenn der alte Herzog von Kent, der Großmeister, wenn er da steht und sich da zusammenreißt, ist ja auch schon ein steinalter Mann, aber die Uniform hält ihn zusammen und die ganze Pracht der Veranstaltung, nein, das macht einfach unheimlich Spaß, das zu sehen, und wir werden das ja so nie mehr zu sehen bekommen. Und wir haben es jetzt auch gesehen, dass die Queen und der Herzog von Kent erstmal wieder in den Buckingham-Palast zurückgegangen sind. Die Queen hat nochmal ganz genau geschaut und damit ist die Parade jetzt erst einmal unterbrochen. Denn jetzt gleich kommen wir zu den Salutschüssen und dann natürlich der große Moment, wenn dann die Royal Air Force über den Buckingham-Palast donnern wird und die Farben Großbritanniens, des Union Jack, dann auch präsentieren wird. Das werden wir natürlich alles live hier erleben und natürlich, Katja, dann nachher die royale Familie auf dem Balkon. Bis gleich. Like 1,200
killed it. The case is worth this. Exactly. Yeah. Well, we're not near there, so we're a bit of a distance away from that. So yeah. Does everything look okay? Yeah. Nice though. You're down in the basement. I'm inside. Yeah. That's good. Yeah. Thank you. Alright. Take care. Good luck. Wir sind zurück in die Welt am Mittag und setzen natürlich unsere Sonderberichterstattung zum 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Fort. Das Live-Bild jetzt, und da werden Sie sehen, da stehen die Kanonen, denn wir erwarten die Salutschüsse im Hyde Park und am Tower. Insgesamt 82 werden es sein, die abgefeuert werden zu Ehren von Königin Elisabeth II. Und außerdem dann gegen 14 Uhr der Höhepunkt und Abschluss der Militärparade Trooping the Colour zum Geburtstag der Queen und zum Auftakt eben des insgesamt viertägigen Thronjubiläums. Dann wird die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes die Royal Air Force bewundern, begleiten und diesen Abschluss eben gemeinsam feiern. Herr Wollitz, wir haben die Queen schneller gesehen, als wir erwartet hatten. Wir hatten ja vorhin noch ein bisschen drüber gewitzelt, ja, steht sie hinter der Gardine und guckt mal raus oder guckt sie es von Fernsehern. Nein, als die Soldaten dann, die Irish Guard, als sie an ihr vorbeigezogen sind am Buckingham Palace, ist sie rausgekommen mit dem Herzog von Kent. Das war schon ein bewegender Moment, oder? Es war aber auch diese menschliche Geste, dass sie da bestimmt hinter der Gardine gestanden hat und jetzt vielleicht gesagt hat, jetzt muss ich raus. Und dann ist sie rausgegangen mit dem Herzog von Kent und hat sich das angeschaut, dieses wunderbare Spektakel. Vielleicht auch diese wunderbaren Menschenmassen, die da ihr zu Ehren gekommen sind. Wir sehen sind. Das Live-Bild jetzt, ne? Gerade im Royal Garden. Wo man wirklich selber erschüttert ist, wenn man das sieht oder erstaunt ist, dass man doch so viel Zuneigung hat. Denn die Leute sind ja nur ihretwegen gekommen, und um zu klatschen. Da demonstriert ja keiner, da ruft keiner Bu, sondern sie sind einfach gekommen, um sie hochleben zu lassen. Also kann es tatsächlich sein, dass in dieser wirklich minutiös durchgeplanten Veranstaltung, dass die Königin das spontan gesagt hat, jetzt gehe ich mal raus? Gut, da ist sicherlich jetzt nicht die Uhr unbedingt getickt. Wenn sie nicht gewollt hätte, wäre sie nicht rausgegangen. Wir hätten es ja gar nicht gemerkt, dann wären halt die Gardinen zugeblieben. Und so haben wir uns alle gefreut, dass sie aufging. Und ich glaube, auch die Menschen dort haben sich gefreut. Und wir haben gesehen, sie ist fit genug, um nachher auch auf dem Balkon zu stehen. Also wir haben ganz große Hoffnung.
Aber diese Menschenmassen und diese Live-Bilder haben wir eben auch gesehen. Das ist ja wirklich Wahnsinn, muss man tatsächlich so formulieren. Also wie stolz die Briten sind und welche Achtung sie auch vor ihrem Staatsoberhaupt haben. Ja, und welche Zustimmung. Und das haben wir zum Beispiel natürlich in Deutschland so nicht. Wenn der Bundespräsident kommt, würde nie so eine, jetzt sagen wir, Massenbewegung sein, nur um ihn zu sehen. Mal für einen Moment aus dem Schloss Bellevue schauen zu sehen, würde nie sein. Aber das ist eben etwas, was sich bei uns anders entwickelt hat. Vielleicht, vermutlich sogar, war es zu Kaiser Wilhelms Zeiten anders. Da gab es Ähnliches auch bei uns. Wir haben jetzt schon viel über die Familie gesprochen. Die Firma wird das auch genannt, von der Königin auch durchaus selber, wo eben die Pflicht eigentlich immer über dem Privatleben stehen muss. Zumindest hat es die Königin so gehalten, aber nicht alle ihre Nachkommen. Gut, wir haben es eben von der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis gehört. Es ist eine ganz normale Familie und da gibt es mal ein schwarzes Schaf und mal ein graues Schaf und mal ein weißes Schaf. Das ist richtig, das soll auch gerne so sein. Aber es kann natürlich trotzdem auch sein, so wie William, der einfach gesagt hat, ich gehe meinen Weg, so wie man es von mir erwartet. Und das hätte Harry auch tun können. Jeder hat ja immer die Wahl. Und das sind aber persönliche Sachen. Das kann Trauma durch Dianas Tod bei Harry sein, dass er das Gefühl hat, er muss sich ein bisschen anders hervortun oder er muss mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist bei Andrew so gewesen, der einfach etwas, sagen wir mal, frauenfreundlicher war, dass er immer mal etwas was ist gut. Abwechslung brauchte. Und da hat sich das so niedergeschlagen. Das ist natürlich einerseits menschlich, aber es verträgt sich nicht unbedingt mit den Werten der Krone. Und daher muss man dann sehen, dass man ein bisschen auf Distanz geht. Aber wo auf diesen Wegen ist denn jetzt Prinz Charles zu finden? Der hat ja zunächst versucht mit Prinzessin Diana, die war eben angesehen, oder das ist halt dann die Frau, die er nehmen sollte, die er auch geheiratet hat, aber nicht, weil er eben diese Person wollte, sondern weil das Königshaus das wollte. Und jetzt ist er doch mit der Frau zusammen, die er schon lange vorher geliebt hat. Gut, warum Charles Diana geheiratet hat, was ihn dann letztlich auch fasziniert hat, können wir heute nicht mehr beurteilen. Er hat sich dann zu seiner alten Liebe zurückbewegt und das immer, obwohl ja jeder gesehen hatte, dass Camilla überhaupt nicht attraktiv ist, was wir unter attraktiv verstehen. Aber sie ist typisch britisch. Und sie hat ihn so genommen, was wir vorhin schon mal angedeutet haben, wie einen ganz normalen Menschen. Sie hat nicht vor Charles gebuckelt, sie hat nicht zu ihm aufgesehen, sondern sie hat tatsächlich gesagt, wir gehören als Paar zusammen und sind auf einer Ebene. Und das war eben das, was sie ausgezeichnet hat. Bei Diana wird das anders gewesen sein, die wird am Anfang vor Achtung erstarrt sein. Und dass man Charles hinterher als Watschenmann genommen hat, naja, das liegt daran, wenn eine Ikone, eine Göttin, eine Heilige stirbt, dann sucht man einen Schuldigen. Und man suchte nicht den Schuldigen bei dem angetrunkenen Fahrer, sondern man suchte ihn bei Charles nach dem Motto, das wäre nicht so weit gekommen, wenn... Punkt, Punkt, Punkt. Ist aber auch sehr interessant. Ich meine, die Queen hat 4 Kinder mit Prinz Philipp gehabt. Das sind also Charles, das sind Andrew, das sind Prinzessin Anne und das ist Prinz Edward. Und von dem hört man eigentlich gar nichts. Also der spielt ja überhaupt keine Rolle. Wie hat der das geschafft, eigentlich dann doch ein, ja, von der Öffentlichkeit relativ... Wenig beachtet zu sein. Ja, das ist natürlich so, dass er heute durchaus Pflichten übernimmt. Aber damals ist es so gewesen, dass er nicht mit Prinz Philipp so klar kam, weil, sagen wir mal so, Prinz Philipp in ihm ein Weichei gesehen hat. Er ist zum Militär gegangen, der Edward, und ist kläglich gescheitert. Und sowas konnte Prinz Philipp überhaupt nicht ertragen, dass einer seiner Söhne eben nicht militärisch sein will. Und dann hat Edward Schauspielerei gemacht. Man hat eben Laienspiel mit ihm gesehen. Man hat irgendwie gedacht, er ist vielleicht nicht so der richtige Mann. Und dann hat er eine Frau gefunden und von da an ist er ganz solide seinen Weg gegangen, aber ist eben schüchtern geblieben und auch entsprechend von der Familie so toleriert worden. Wir sehen ja nochmal dieses wirklich prächtige Bild, die Mall vor dem Buckingham Palace, wo jetzt die Household Division, die verschiedenen Regimenter hinabziehen auf den Buckingham Palace zu. Und wir schauen aber auch nochmal auf die Familie. Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Thronfolger, für die ist der Weg eigentlich vorgegeben und die fügen sich mehr oder minder da rein. Aber die Geschwister, die müssen sich ihren Weg erst suchen und das gelingt ja mal mehr oder mal minder.
Ja, aber es kann funktionieren und es kann eben sein, dass irgendwo etwas nicht funktioniert. Bloß dann müsste man eben auch konsequent sein. Es wäre ja gar nicht schlimm, wenn Harry ganz konsequent nach Amerika geht, durchaus die Familienbande hält, aber sagt, ich mache hier mein Ding, ich mache meinen Job, aber dann bitte ohne die Familie egal anzupicken, nur um Schlagzeilen zu kriegen. Und dann Verdächtigungen aussprechen, die nicht bewiesen sind, wie Rassismus oder sowas, was einfach so in den Raum gestreut wird, wo wir wissen, dass es heute ganz furchtbar modern, sowas zu sagen, und dann beißt alles sofort zu. Wir sehen jetzt die Archivbilder von Meghan und Harry. Wir wissen, die beiden sind in London. Die beiden waren auch am Exerzierplatz, sind aber nicht von der Kamera eingefangen worden, zumindest nicht von den Live-Kameras. Das hat die Queen also dann zugestanden. Wer ist eigentlich bei den beiden? Also glauben Sie tatsächlich, dass die Meghan Harry davon überzeugt hat, seinen eigenen Weg zu gehen oder seine Ungestümtheit tatsächlich auszuleben und zu sagen, ihr könnt mich mal? Also es gibt ja so etwas, jetzt gucken alle nicht in die Menschen rein, wie bedingungslose Liebe oder wie so eine Art Hörigkeit oder was weiß ich. Ich glaube, dass Harry so glücklich verheiratet ist, so glücklich auf diese Frau fixiert ist, dass die ihn lenkt wie eine Marionette. Und das ist nicht unbedingt, wenn es funktioniert, schlimm oder schlecht. Bloß sie will natürlich in Amerika eigentlich zur bedeutendsten Frau werden, die man sich da nur vorstellen kann. Vielleicht dann so wie Diana zur bedeutendsten Frau der Welt. Nur da fehlt eben eins. Und das ist das Herz. Das heißt, Diana ging nur über die Herzensangelegenheit. Und hier geht es über Business. Und hier möchte jemand ins Rampenlicht, hier möchte jemand in Talkshows sitzen, erzählen. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Das wird irgendwie krachen. Wobei man jetzt sagen muss, wir kennen die Zukunft ja nicht. Wir können nur hoffen, dass William und Kate glücklich verheiratet bleiben. Bis ans Ende. Sieht ja alles gut aus. Ja, sieht ja alles gut aus bei den beiden. Wobei ich auch glaube, dass Kate eine starke Frau ist. Ja, aber man weiß es eben, wie gesagt, nicht 15 Jahre weiter oder was weiß ich auch immer. Man muss sehen. Und wir sehen jetzt nochmal den Balkon, auf dem in den nächsten Minuten die königliche Familie, die arbeitende königliche Familie, muss man dazu sagen, erscheinen wird. Also eben ohne Harry und Meghan. Und dann soll eben auch die Flugshow beginnen. 5 Minuten wird sie dauern. Und die Flugzeuge werden die Farben des Union Jack in den Himmel malen. Das Ganze wird die königliche Familie verfolgen vom Balkon aus. Und mit ihr werden das verfolgen tausende Zuschauer, die gekommen sind, um eben die Militärparade zu sehen und vor allem natürlich ihre Königin. Und wir müssen auch festhalten, Prinz Andrew wird auch nicht mit dabei sein. Der ist ja auch von allen königlichen Auftritten und Aufgaben entbunden worden von der Queen. Und das ist ja interessant, Herr Wollitz, denn eigentlich war Andrew ja so der Lieblingssohn, heißt es immer, von der Queen. Dann ist er wirklich in Ungnade gefallen. Also ich meine, was der angestellt hat, also ganz ehrlich, also das mit Fergie packen wir mal weg, aber das jetzt alles da mit dem Sexskandal und was es da gegeben hat. Aber Harry war der Lieblingsenkel. Also hat die Queen da vielleicht auch so ein Faible für... Gut, ich sag jetzt mal bei Andrew, warten wir mal auf morgen. Morgen ist ja wieder ein großer Gottesdienst. Und das würde ich mal sagen, warten wir mal ab, wer die Queen reinführt in die Kirche. Neulich beim Gedenkgottesdienst zu Prinz Philipp durfte es Andrew sein. Und das zeigte ja ganz klar und ganz stark, dass sie ihn nach wie vor als ihren Sohn betrachtet, eigentlich vielleicht sogar nach wie vor als Liebling, auch wenn er privat gestrauchelt ist. Es kann aber auch einfach nur bedeuten, Charles ist morgen der Thronfolger, er sitzt an der Seite von Camilla, William ist der nächste Thronfolger, er sitzt an der Seite von Kate, und wer hat keine Frau? Andrew, er darf die Mutter führen. Und die Ereignisse dort in London verfolgt mit uns Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Und Fürstin Gloria, die Begeisterung vorhin war Ihnen schon deutlich anzumerken, denn sowas kriegt man eben nur sehr selten zu sehen. Vielleicht können Sie uns noch mal beschreiben, was das Ganze für Sie persönlich bedeutet. Also ich bin natürlich überwältigt, schon allein jetzt die Kameraeinstellung, diese vielen hunderte, tausende Menschen in der Straße, die wegführt, in den Park führt, die durch den Park führt, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Das ist so ungefähr das, ich habe immer gedacht, die Papstmessen unter Johannes Paul II. Waren ja großartig mit vielen Menschen, aber das ist, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich bin überwältigt von der Pracht und von der schieren Menge der Menschen, die sich hier zum Feiern versammelt haben.
Und dieses Erlebnis, sage ich mal so, Fürstin, dass die Queen dann auf den Balkon gekommen ist mit dem Herzog von Kent und sich dann auch den Vorbeizug der Soldaten der Irish Guards angeschaut hat, das war auch schon ein bewegender Moment. Es war ein unglaublich bewegender Moment, den alten Herzog von Kent zu sehen, die Königin von ihm unterstützt, nicht alleine, sondern eben mit dem Herzog von Kent, immerhin der Großmeister der schottisch-englischen Freimaurerloge, mit seinen unglaublich vielen Medaillen und Orden. Also das war ein Blick wirklich, sowas sieht man nicht, sowas sieht man eigentlich nie. Und jetzt sehen wir auch genau noch einmal die Bilder, wie die beiden auf den Balkon gekommen sind. Und Sie haben es vorhin so schön treffend, formuliert. Also auch die Queen wieder ganz genau bei der Kleiderauswahl stilsicher. Dieses Hellblau, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dass sie diese, wer wählt diese Kleider für sie aus? Macht sie das selber? Ich weiß es gar nicht. Aber sie sieht wirklich aus wie aus dem Ei gepellt. Und die schönen weißen Glacé-Handschuhe. Also es gibt einfach modisch nichts Eleganteres. Die Queen ist nun wirklich die Quintessenz und die Referenz, wenn es um Etikette und Eleganz geht. Und auch, wenn es um Beständigkeit geht. Katja, ganz kurz, vielleicht siehst du auf dem Live-Bild jetzt, ich glaube, es beginnen die Salutschüsse. Wollen wir da mal ganz kurz reinhören, weil die Soldaten sind jetzt dort angetreten. 82 an der Zahl. Das dauert offenbar noch ein bisschen. Also wie gesagt, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn die sich hinknien, dass es dann gleich losgeht. Aber dann müssen wir noch warten. Und Fürstin Gloria ist weiter mit uns. Und Sie haben ja gerade gesagt, eine Modeikone ist die Königin. Aber sie ist eben auch das Symbol eigentlich für Beständigkeit, nicht nur im Vereinigten Königreich. Wenn man sie so sieht, denkt man ja schon, dass das die Monarchie in England noch lange bestehen wird. Und jetzt beginnen die Salutschüsse eben doch. Wie gesagt, insgesamt. Auf jeden Fall, weil es besteht ja überhaupt kein Grund. Es ist ja eine Win-Win-Situation. Solange es Menschen gibt auf der Welt und solange die Menschen träumen wollen und träumen möchten, ist doch eine Monarchie das Ideale, das beste Verkaufsargument für jedes Land. Es gibt ja im Grunde genommen kein besseres Argument, wie die der Pracht, die prachtvolle, die Tradition, die Schönheit, das alles repräsentiert ja die königliche Familie. Und wie gesagt, wir gehen ja immer zurück zur Natur. Bei den Bienen, bei den Wespen, bei den Hornissen gibt es Könige. Im Tierreich, es ist einfach, die Königin ist einfach eine Natur, zurück zur Natur. 70 Jahre sitzt Queen Elizabeth nun auf dem Thron und heute, man muss es ja wirklich sagen, ist es Königswetter, schönstes Wetter. Es ist ja eigentlich die Nachfeier ihres Geburtstages. Am 21. April 1926 ist sie geboren worden, 96 Jahre alt. Fürstin, Sie haben jetzt also Ihre These dargelegt, dass auch in 100 Jahren wahrscheinlich noch das britische Königshaus bestehen wird. Aber wie sehen Sie das, wenn Queen Elizabeth tatsächlich irgendwann wird sie sicherlich versterben und dann wird dann Prinz Charles übernehmen? Wird Prinz Charles lange im Amt bleiben oder wird er relativ zügig dann auch, um die Monarchie zu sichern, an Prinz William übergeben?
also eine Glaskugel besitzen wir natürlich alle nicht. Aber wenn wir auf die Empirie schauen, dann müssten wir sagen, auf jeden Fall wird Prinz Charles sehr, sehr lange König sein. Denn die Familie kann sich erfreuen eines sehr hohen Alters. Also sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits hat er sicherlich die Gene, sehr alt zu werden. Und es besteht überhaupt keine Notwendigkeit abzudanken. Denn das System in sich geschlossen steht ja felsenfest da. Und es ist, wie gesagt, eine Win-Win-Situation für das Volk, für die Königsfamilie. Denn natürlich müsste das nicht sein, aber es wäre ja ein Verlust für alle. Und insofern, glaube ich, wird es mit Sicherheit weiter bestehen und wird für viele Generationen viele Menschen erfreuen. Haben Sie gesehen, diese Tausenden von Menschen in der Straße, dieses Bild, ist, das muss man festhalten, das könnte man sich als Poster aufhängen. Ich habe noch nie so viele Menschen in einer Straße gesehen. Die ganze Straße, fantastisch. Ja, das sah wirklich toll aus. Man wird tatsächlich so sagen, also unglaublich die Unterstützung für Queen Elizabeth II. Herr Wollitz, bei uns hier im Studio, was ist denn Ihre Prognose? Wie lange kann die englische Monarchie noch weiterleben? Ich gehe nicht nur von der englischen aus, sondern generell. Und da gibt es einen interessanten Ausspruch von König Farouk von Ägypten. Der hat 52, da musste er abdanken, da ist er außer Landes gejagt worden. Und da hat man ihn gefragt, wie er die Monarchien in Zukunft sieht. Und da hat er gesagt, in 50 Jahren, von 52 auf 50 Jahre weiter, wird es nur noch 5 Könige geben. Die 4 im Kartenspiel und Großbritannien. Und da hat er sich geirrt. Wir haben Großbritannien und noch mindestens 8 weitere Monarchien in Europa alleine. Und wir sehen jetzt das Live-Bild. Und jetzt ist der Moment gekommen. Eine strahlende Königin Elisabeth II. Auf dem Balkon an der Seite der Thronfolger. Ihr ältester Sohn Prinz Charles mit seiner Frau Camilla und natürlich auch William und Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis und weitere Mitglieder der königlichen Familie. Wir sehen zum Beispiel auch Prinz Edward, den jüngsten Sohn der Königin mit seiner Familie, die dort sind. Und wenn man sich das so anschaut, also man kann es sagen, Herr Wollitz, oder es ist eine strahlende Familie. Ja, es ist eine strahlende Familie und es ist auch eine Familie, die unter sich zusammenhält. Das sieht man da. Und es ist eine positiv eingestellte Familie. Die Kinder machen einen absolut, ich sag mal so was wie glücklichen Eindruck. Die sind jetzt, die schauen und staunen. Ja, da wollen wir doch gleich nachfragen bei Fürstin Gloria von Ton und Taxis. Fürstin, wenn Sie diese Bilder sehen, also das ist ja auch, also muss man sagen, tatsächlich ein Beispiel dafür, dass die Familie funktioniert. Ja, und ich meine, gibt es denn was Glamouröseres als dieses Bild, wie die angezogen sind, wie die gestylt sind und die Natürlichkeit der Kinder, aber auch gleichzeitig die Eleganz der Kinder. Ich meine, das kann man sich doch überhaupt gar nicht ausdenken. Nur das Leben schreibt die besten Geschichten. Und auch Prinzessin Kate, toll in Weiß. Und aber auch wieder der Prinz Charles mit dieser prachtvollen Uniform. Aber man muss sagen, die Königin könnte ja direkt die Schwester von Prinz Charles sein. Ich meine, sie ist ja wirklich, sie sieht ja geradezu jugendlich aus neben ihren eigenen Kindern. Und da finde ich auch ganz toll Prinzessin Anne in ihrer fantastischen schwarzen Uniform, auch mit den vielen Orden drauf und wie sie sich im Hintergrund hält. 3 Schritte zurück, auch das alles ein Protokoll über Jahrhunderte eingeprägt und eingeübt. Also das ist Geschichte pur vor unseren Augen. Da haben Sie, Fürstin Gloria, offenbar einen etwas größeren Ausschnitt des Bildes, den hoffen wir hoffentlich auch noch bekommen. Er reiht sich übrigens auch Louis, der 4-Jährige von Kate und William, der sich jetzt einfach mal so benimmt, wie 4-jährige Kinder sich einfach so benehmen. Und hier sehen wir die Royal Air Force ran, nahen die gleich mit einer 5- bis 6-minütigen Flugshow die Militärparade beenden werden. Das war auch offenbar vom Balkon gut zu sehen. Und der weiß auch schon. Herr Wollitz, es ist doch schön auch zu sehen, dass die Queen auch ihren Urenkelkindern nochmal erklärt, was jetzt eigentlich ist. Das haben wir immer wieder gesehen, dass sie Charlotte und Louis auch gesagt hat, so jetzt guckt mal nach oben und schaut rein. Und jetzt auch im Gespräch mit Charles schauen sie sich die Kampfhubschrauber an. Das ist keine Kinder, die sind wirklich
wirklich begeistert dabei. Und das ist eben das, was Kate geschafft hat, den Kindern diese Natürlichkeit zu erhalten. Die schaut sich das natürlich ganz genau an und die 10.000. Und jetzt sehen wir mal eine totale. Jetzt sehen wir den ganzen Balkon. Jetzt sehen wir die ganze Familie. Jetzt sehen wir die ganze royale Familie, die Firma, die im Dienst ist. Und man kann es auch sehen, Fürstin Gloria von Ton und Taxis, wenn sie diese Bilder sehen. Also eine ganz aufmerksame und begeisternde Königin Elisabeth II. Ja, begeistert. Und jetzt hat sie ja sogar eine Sonnenbrille angezogen. Das ist also sehr modern. Eleganz und wie gesagt militärischen Auftritt, das ist also wunderschön. Mitglieder der Familie müssen ja früher oder später Militärdienst ableisten. Sie haben es gemacht. Ob sie es gemusst hätten, wäre es jetzt immer die zweite Frage. Aber es gehörte sich tatsächlich so. Und das hatte früher einen ganz banalen Sinn. Das heißt, der Thronfolger hat in allen drei Waffengattungen gedient. Warum? Er kannte die Offiziersjahrgänge überall, also überall in der Modernität und konnte die Leute. Das heißt, wenn mal was schiefgegangen wäre, so wie frühere Umsturzversuche, dann hätte er genau gewusst, auf wen er sich verlassen kann bei der Marine, bei der Luftwaffe und beim Heer. Und wir sehen natürlich auch die Bilder von den Maschinen und jetzt natürlich die königliche Familie, die in den Himmel schaut, sich das ganz genau anguckt. Es ist eine Mixtur aus traditionellen alten Flugzeugen und den neuen und die Königin. Und das ist ja auch interessant, sehr im intensiven Gespräch mit den vierjährigen Königin. Herr Wollertz, vielleicht noch mal an Sie, wenn man das jetzt so sieht, dieses Bild einer schönen Familie, kann man jetzt nicht anders sagen. Dennoch gab es da ja auch Beschwerden seitens von Prinz Charles, der eben sagte, Zuneigung habe ich von meiner Mutter nie bekommen. Zuneigung bedeutet ja in dem Fall so diese Mutterliebe, das Überschwängliche, das die Zeit auch für die Kinder zu haben. Und heute würde ich sagen, ist das Ganze zu einem Respekt gewachsen. Man hat einfach Achtung voreinander, man achtet das Alter, man achtet aber auch die Erfahrung. Sie schaut nicht auf Charles herunter und er muss jetzt auch nicht unbedingt zu ihr aufschauen. Das ist inzwischen eine Partnerschaft geworden. Und das finde ich ist auch sehr wichtig, denn er ist ja der, der ihre Aufgaben übernehmen soll und sie muss ihr Wissen weitergeben, so wie sie es eben schon gezeigt hat, was da oben in der Luft abgeht. Ja, Fürstin Gloria, wenn Sie diese Bilder auch sehen, dieses intensive Gespräch auch, was wir immer wieder sehen können zwischen Charles und seiner Mutter, bedeutet das auch, also was Herr Wollertz ja auch gesagt hat, dass die beiden jetzt einen richtig guten Weg gefunden haben, miteinander umzugehen, zeigt ja auch, dass Charles immer mehr Verantwortung hat. So uns auch so nah, dass man, sie sind zwar königlich, aber sie sind doch, letzten Endes sind sie so wie wir. Sie haben genau die gleichen Probleme wie wir auch. Und natürlich, der Prinz Charles ist in seine Rolle reingewachsen, hat auch mit Verantwortung übernommen. Und auch dafür hat man ihm ja auch genug Zeit eingeräumt. Also die Engländer sind ein sehr, sehr liberales Volk und sie lieben ihre deutsche königliche Familie.
Fürstin Gloria, eine ganz normale Familie ist es eben doch nicht. Diese Familie hat ja auch tatsächlich Bedeutung weit über ihr britisches Haus ganz hinaus. Kurz, die 70 in den Himmel geflogen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also nochmal an Sie, Fürstin Gloria. Ja, das muss man erstmal hinkriegen, ganz genau. Des englischen Königshauses über England, Großbritannien hinaus. Ja, die Monarchie in England ist jetzt seit 1000 Jahren eine der ältesten monarchischen Familien. Es ist also historisch, das können eigentlich nur die Historiker beurteilen. Wir bemühen uns mit dem Protagonisten heute, mit der Ästhetik, die das Ganze mitbringt. Ästhetik, die modische Ästhetik, das Volk, was mitfeiert, das ist ja alles allein schon eine großartige Faszination, die uns beschäftigt und uns fasziniert. Aber das geht natürlich viel, viel weiter. Das geht eigentlich ins Herz der Europäer, ins Herz der Deutschen, ins Herz der lächelt, dass sie sich mit dem kleinsten Enkelchen abgibt und jetzt die Nationalhymne genießt. Ich denke mal, das ist wirklich für sie ein Genuss. So, das war's mit dem Nationalhymne. Nochmal der Kindermoment. Und es wird groß gejubelt. Der Militärparade gewesen sein. Die Königin zieht sich jetzt wieder ins Innere des Palastes zurück. Ihr folgt die königliche Familie und es wird noch mal gewunken und es wird noch mal gejubelt. Jetzt sehen wir Prinzessin Anne in ihrer Uniform. Prinz William auch und als letzter jetzt Prinz Edward, der mit seiner Frau hineingeht. Wir sehen auch dort noch einmal den Herzog von Kent. Wollen wir vielleicht mal nachfragen bei Fürstin Gloria von Thron und Taxis, wenn Sie jetzt diese ganzen Stunden, die Sie mit uns ja auch begleitet haben, sich diese Bilder, wenn Sie das sacken lassen, wie werden Sie das in Erinnerung behalten, diesen ersten Tag der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II.? Also erstmal möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie mich eingeladen haben, mit Ihnen diese wunderbaren Stunden zu verbringen und das auch kommentieren zu dürfen. Das war mir eine große Freude und ich bin überwältigt, überwältigt von dem Anblick der überfüllten Straßen. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Punkt gesehen und die Königin, wie sie wunderschön war und das so frisch und jugendlich alles hat über sich ergehen und genießen konnte. Diese 70, die Formation der 70 im Himmel, das ist unglaublich. Es ist eine Meisterleistung der Royal Air Force. Was wir heute gesehen haben, werden wir nie mehr wieder vergessen. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar, dass ich bei dieser großen Sache dabei sein konnte, mit Ihnen gemeinsam und Ihren Zuschauern. Eure Durchlauf, das sehen wir natürlich genauso und geben diesen Dank und natürlich auch an Sie zurück. Für uns war es auch ein wirkliches Vergnügen, mit Ihnen diese Stunden zu verbringen. Und nochmal die Frage an unseren Experten hier im Studio, Jürgen Worlitz. Jetzt ist es natürlich so, das war alles minutiös geplant und trotzdem kommt da Begeisterung auf. Naja, es ist ja nicht etwas schlecht, nur weil es geplant ist, sondern es ist geradezu gut, wenn etwas geplant ist. Denn es ist ja nicht schlimmer, als wenn irgendeine Veranstaltung nicht anfängt. Sie kennen das vielleicht noch von früher, wenn ein Popkonzert nicht losging, dann riefen sie immer Eierkopf, Eierkopf, wenn da irgendein Techniker rumlief. Und hier klappt es eben sofort. Und das ist auch zu Ende, wenn es zu Ende ist. Und nicht mal schauen, jetzt guckt einer auf die Uhr und sagt, so Mutter, nun gehen wir langsam. Nein, wir gehen nicht langsam, wir gehen auf die Sekunde genau, dreht man sich um und dann ist es vorbei. Und das finde ich aber genau diese Präzision, das zeichnet eben auch ein Königshaus aus. Präzise zu arbeiten und nach einem präzisen Zeitplan auch zu handeln. Das Schöne ist ja, es ist noch gar nicht vorbei. Das war erst der Auftakt. Es geht noch vier Tage lang weiter. Und auch heute Abend, vielleicht noch mal ganz kurz dazu, gibt es noch mal
eine ganz wunderbare Tradition, nämlich diese Leuchtfeuer, die nicht nur in Großbritannien, sondern überall im Commonwealth angezündet werden. Einmal gibt es erstmal noch, dass ein Kunstwerk illuminiert wird am Abend. Ich glaube, das ist sogar in Palastnähe. Ich denke mal, da werden die Royals auch noch mal zuschauen. Das, direkt davor ist das. Und dann ist es tatsächlich so, ob das jetzt 1500 Feuer sind oder noch mehr, im gesamten Commonwealth wird man nach Sonnenuntergang Feuer entzünden. Und wie ich vorhin schon sagte, die Sonne geht ja fast nie unter, da geht das schon an wieder los. Und das ist eben genau das, was man sehen wird, wie Silvester, wie die Feuerwerke so durch die Welt gehen mit Zeitverschiebung. Und das ist das Tolle. Es ist einfach ja, ein Geburtstagsfeuerwerk, eine Geburtstagillumination für die Queen. Wie werden Sie die Queen heute an diesem Tag in Erinnerung behalten? Also es war ja schon bewegend, sie zu sehen. Also zweimal auf dem Balkon, länger als erwartet. Das war schon eine Überraschung. Naja, ich bin, muss sagen, journalistisch begleite ich die Queen ja nun auch schon weit über 30 Jahre. Und da ist es jedes Mal ein Erlebnis, sie zu sehen. Und es ist auch für mich irgendwie ja, ein schönes Gefühl, dass sie mit uns allen, mit der Welt altert und das in Würde. Ein schönes Schlusswort. Herr Wollitz, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind, die vergangenen Stunden. Dass Sie mit uns gefeiert haben. Ich danke auch. Uns hat es auch Spaß gemacht, das Ganze zu feiern. Schön, dass Sie mit dabei waren. Der Höhepunkt jetzt erstmal von Trooping the Colour ist erreicht. Den haben Sie hier gesehen bei uns. Hier gibt es jetzt eine kurze Pause und dann machen die Kollegen weiter mit den aktuellen Nachrichten. So. Auf den ersten Blick wüsste ich nicht, was das sein soll.
Newsroom. Heute ist es soweit, das 70-jährige Thronjubiläum der Queen Elisabeth II. In Großbritannien wird gefeiert. Ganze 4 Tage und heute ging es los mit diesem Auftritt. Wir haben sie gerade schon ganz kurz gesehen, die Queen im Kreise ihrer Familie auf dem Balkon in London, damit sie sich dem Volk zeigt. Viele, viele tausende jubelnde Royal Fans waren dort. Wir sehen neben ihr natürlich ihren Sohn Prinz Charles, den Thronfolger, aber auch Prinz William mit seiner Frau, den 3 Kindern. Auf dem Balkon also alle, die noch immer für die royale Familie arbeiten, wenn man denn so will. Es fehlen Prinz Harry mit seiner Frau Meghan, aber auch der Sohn von Queen Elizabeth II., Prinz Andrew, nicht dabei. Es gab eine große Fliegershow, Trooping the Colors. Die Militärparade ist jetzt der Auftakt dieser 4-tägigen Feier. 1200 Soldaten waren bei dieser Parade dabei. Und dann nicht nur am Boden, sondern auch in den Lüften, wie wir es hier also gesehen haben, auf dem Balkon des Palastes. Dann das Highlight, als Queen Elizabeth II. Sich dann höchstpersönlich gezeigt hat. An der Parade selber hat sie nicht teilgenommen, aus gesundheitlichen Gründen. Aber wir sehen dann eine strahlende Königin zu ihrem 70. Thronjubiläum. Großbritannien kennt derzeit natürlich kein anderes Thema. Denn mittlerweile ist sie 96 Jahre alt und ab heute bis Sonntag wird gefeiert in den USA. Gottesdienste, Paraden, 70 Jahre Elisabeth II. Wir wollen uns das noch einmal genauer anschauen. Christoph Hipp hat eine Zusammenfassung für Sie. Königinnenwetter in London. Bei frühsommerlichen 20 Grad fährt Queensohn Prinz Charles ganz standesgemäß im Rolls-Royce vor. Paradieren 1200 Soldaten und 400 Musiker vor dem Buckingham Palace. Trooping the Colour zu Ehren von Queen Elizabeth. Das gewählte Oberhaupt der Briten Boris Johnson ist auf die Zuschauertribüne verbannt. Und auch die Jubilarin selbst ist nicht anwesend. Wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustands bleibt die 96-Jährige im Palast. Statt ihr nimmt Dauerthronfolger Prinz Charles gemeinsam mit der engen Familie die Parade ab. Es ist der Startschuss für ein einmaliges, langes Feierwochenende in Großbritannien. Von heute bis einschließlich Sonntag haben alle Briten frei. Zudem dürfen Pubs deutlich länger öffnen. Neben einem Dankesgottesdienst am Freitag und einem großen Karnevalsumzug am Sonntag in offizieller Höhepunkt soll am Samstag ein großes Live-Konzert werden. Nicht fehlen darf dabei natürlich die Rockband Queen. Neben vielen weiteren Stars geben sich aber auch Rod Stewart, Elton John und der Opernstar Andrea Bocelli die Ehre. Ich unterhalte Beziehungen und Freundschaften mit einigen Mitgliedern der Royal Family. Und ich hatte schon die Gelegenheit, die Königin zu treffen. Diese Einladung von ihr ist ein Zeichen der Wertschätzung und Zuneigung. Überraschend eingeladen zu den Feierlichkeiten wurden auch der Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan. War nach deren Aufgabe ihrer royalen Pflichten und der anschließenden Auswanderung in die USA von einem Bruch mit den Royals die Rede gewesen, gilt die Einladung jetzt als Zeichen der Versöhnung. Überhaupt soll das ganze Land nach Brexit und Corona durch die Feierlichkeiten wieder zusammengeschweißt werden. Ich weiß, dass bei diesen festlichen Anlässen viele schöne Erinnerungen entstehen werden, lässt die Queen mitteilen. Der Palast veröffentlichte zudem das offizielle Jubiläumsporträt ihrer Majestät. Aufgenommen wurde das Bild in Schloss Windsor, dort, wo die Queen nunmehr seit 70 Jahren fest im Sattel, auf dem Thron sitzt. Ja, und über diese Feierlichkeiten und die Queen selber möchte ich jetzt sprechen. Jürgen Worlitz, Adelexperte, jetzt noch immer bei uns hier im Studio. 4 Tage wird jetzt gefeiert. Wir haben den Beginn jetzt gesehen. Die Parade allerdings ohne die Queen, dafür jetzt ganz fröhlich auf dem Balkon dabei gewesen. Wie wichtig ist dieses Jubiläum für die Queen selber tatsächlich? Für die Queen ist das natürlich ein glanzvoller Schlusspunkt, das muss man einfach sagen. Sie wird auch wissen, ein Jubiläum wird sie schwer noch mal schaffen. Das wäre ja erst in 5 Jahren. Sie ist jetzt schon 96, sie ist 70 Jahre auf dem Thron. Vielleicht schafft sie ja noch das 75-Jährige. Das wäre dann noch mal ein Toppen. Aber für sie war es wichtig und für sie war es auch sehr emotional, nehme ich an. Sie wird bedauert haben, dass sie nicht an der Parade aktiv teilnehmen konnte. Und für ihre Familie wird es genauso emotional gewesen sein, weil die eben auch wussten, jetzt haben wir die Familienchefin noch mal dabei, freuen wir uns einfach dran.
Ja, emotional für die Familie. Bei Prinz Charles hatte man das Gefühl, dass da sogar ein paar Tränen in den Augen waren. Er hat ja jetzt viele Pflichten und Aufgaben schon übernommen, da seine Mutter langsam sich etwas zurückzieht. Ist das jetzt sozusagen, wenn es für die Queen ein Schlusspunkt ist, wie Sie ja sagen, für ihn jetzt auch die letzten Meter, bevor er tatsächlich auf den Thron kommt? Ja, die letzten Meter ist richtig. Es ist ja kein Schlusspunkt, der abrupt etwas jetzt beendet, sondern es ist ein Ausgleiten, nehme ich an. Das werden wir sehen. Aber die Queen ist ja noch relativ fit. Sie wird noch viele Aufgaben übernehmen. Aber Charles, dafür ist er ja Thronfolger. Das ist ja seine Pflicht. Daraufhin ist er ja erzogen worden. Er wird jetzt in die Pflicht genommen. Und er macht das ganz hervorragend, ganz seriös vor allen Dingen. Das haben wir bei der Parlamentseröffnung gesehen, das haben wir heute erlebt. Also ich glaube, da braucht die Monarchie nicht bange zu sein, dass irgendetwas den Bach runtergeht. Bevor wir dann in die Zukunft gucken, wollen wir jetzt noch einmal aber etwas zurückblicken, und zwar auf das Leben von Queen Elizabeth II. 70 Jahre ist sie jetzt auf dem Thron. Und das ist nicht der erste Rekord, den sie jetzt aufgestellt hat. Wir wollen uns die letzten Jahrzehnte noch einmal anschauen. Pünktlich zu ihrem 70. Thronjubiläum erscheinen diese Aufnahmen der Queen als Teenager beim Baden, unbekümmert am Strand im schottischen Balmoral. Schon als Prinzessin ist Elisabeth beim Volk beliebt. Während des Zweiten Weltkrieges bleibt sie trotz deutscher Bombenangriffe in London, leistet Dienst in der Armee. Legendär auch ihr Versprechen an das britische Volk nach Kriegsende. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, dem Dienst der großen Familie des Empire widmen werde, zu der wir alle gehören. Mit dem Tod ihres Vaters wird Elisabeth am 6. Februar 1952 zur Königin. Eisern erfüllt sie seitdem ihre royalen Pflichten. Erfreut sich wohl auch deshalb weiter großer Beliebtheit. Ich denke, die Leute sehen in ihr eine Art von Authentizität in einer Welt, in der wir von Politikern wissen, dass sie uns am Ende im Stich lassen werden, strahlt sie echte Aufrichtigkeit aus. Seitdem meistert sie auf dem Thron so manche Krise. Zuletzt sorgt ihr Sohn Prinz Andrew mit Vergewaltigungsvorwürfen für Schlagzeilen. Davor der sogenannte Mexit, der Bruch ihres Enkels Prinz Harry und seiner Frau Meghan mit dem Königshaus. Doch in diesem Jahr hat Elisabeth II. Zum ersten Mal die Rede, die offiziell die Sitzungsperiode des britischen Parlaments einläutet, nicht gehalten. Die 96-jährige Queen ist gesundheitlich angeschlagen. Ihr ältester Sohn Charles übernimmt die Ansprache. Noch im vergangenen Jahr kam sie trotz der tiefen Trauer um ihren kurz zuvor verstorbenen Ehemann, Prinz Philipp. Die Regentschaft von Königin Elisabeth II. Neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt in einer Übergangsphase. Doch noch ist Queen Elizabeth II. Aktiv im Amt. Die 96-Jährige kann ihr 70. Thronjubiläum gebührend feiern. Ja, und auch mit ihrer Familie feiern. Wir haben ja gerade schon in diesem Beitrag auch gehört, natürlich gab es Skandale um die Familie, auch in jüngster Zeit. Harry und Meghan sind aus den USA aber angereist, waren jetzt aber nicht auf dem Balkon. Welche Rolle werden sie in den kommenden Tagen spielen? Denn natürlich war das eine der großen Geschichten der letzten Jahre, wenn man in den Buckingham Palace geschaut hat. Natürlich gehört Harry zur Familie und auch seine Familie gehört zur Familie und deshalb hat er sie ja auch mitgebracht. Und daher ist es auch gut so, dass er dieses Jubiläum mit seiner Großmutter feiert. Und man darf ja nicht vergessen, er hat zum ersten Mal sein Töchterlein Lilibet dabei. Die wird ein Jahr alt am Sonnabend und damit kann die Königin auch noch diesen Geburtstag aktiv mit ihr erleben, feiern. Weiß ich nicht, ob die Kleine da groß was mitkriegt, aber es wird sicherlich trotzdem ein harmonisches Familienfest sein, auch wenn es da schon wieder Turbulenzen gibt, weil William nicht dabei ist. Nur das ist eben etwas, wo Pflicht ist, wo privat gefeiert wird und das teilt man einfach im Moment in dieser Familie. 4 Tage wird jetzt gefeiert. Was sind da jetzt noch die großen Highlights, auf die wir jetzt, also auch die nächsten Tage, schauen werden? Naja, als erstes erleben wir morgen einen großen Gedenkgottesdienst, an dem die ganze Familie teilnehmen wird, zu Ehren der Queen. Und dann wird es am Sonnabend abends ein großes Konzert geben mit der Popgruppe, oder es ist eine Rockgruppe Queen. Es werden weitere große Stars, wir haben es eben schon gehört, auftreten. Und dann gibt es am Tag darauf ein großes
gemeinsames, ja, ich sag mal, in der ganzen Nation so ein Nachbarschaftsessen, wo sie alle essen und feiern. Also da sind noch eine Fülle von Ereignissen und soweit ich gehört habe, endet das auch nicht damit. Es wird das ganze Jahr über noch irgendwo zu Ehren der Queen ein Event stattfinden und ich denke mal, das ist irgendwie das Jubiläumsjahr und das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Man kostet das voll und ganz aus. Das war also der Anfang. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen heute den ganzen Vormittag rund um diese Feierlichkeiten, die jetzt gerade erst begonnen haben. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, natürlich werden wir auch die nächsten Tage das weiter begleiten. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung geht es aber hier weiter mit den aktuellsten Nachrichten aus Deutschland und an der Welt. Vor allem blicken wir dann auf den Krieg in der Ukraine.